Zum Lesemontag, Niklas Luhmann, die Wissenschaft der Gesellschaft in der mittlerweile 42. Folge. Wir haben die letzte Woche das Thema Reflexion sehr, sehr schön abgeschlossen und sind jetzt in einem neuen Kapitel, nämlich Evolution. Ganz am Anfang, ihr habt da noch nichts verpasst und wir legen los. Auf das gleiche Problem der Selbstreferenz stößt man, wenn man die üblicherweise unterstellte Asymmetrie im Verhältnis von System und Umwelt auflöst. Für die Evolutionstheorie ist das eine seit langem bekannte Einsicht. Das System passt sich nicht nur seiner Umwelt an, sondern wählt oder ändert die Umwelt, um sich dem, was es selbst bevorzugt, anpassen zu können. Um die Ebene der Epistemologie transponiert, heißt dies: Das Wissen wählt das, was es wissen kann, aufgrund dessen, was es schon weiß. Und genau diese Evolution des Wissens bevorzugt schließlich, um Selbstkonsistenz zu erreichen, eine Theorie der Evolution. In gewisser Weise machen diese Einsichten den Widerstand der philosophischen Erkenntnistheorie, die aus der biologischen Evolutionstheorie kommenden Zumutungen verständlich. Andererseits sind die als Philosophie vorgetragenen Theorietraditionen von der soeben zusammenfassend noch einmal skizzierten Kritik ebenso betroffen wie die biologischen. Sie müssen zwar Widerstand leisten, sie können es aber nicht. In dieser Situation wird es attraktiv, Systemtheorie und Evolutionstheorie durch Freigabe selbstreferenzieller Theoriemuster so weit zu abstrahieren, dass sie eine Klammerfunktion erfüllen können. Erst über diesen Umweg wird man zu einer brauchbaren Theorie der gesellschaftlichen Evolution von kommunizierbarem Wissen und Wissenschaft kommen. Ferner erschwert es gerade die Theorie autopoetischer Systeme, sich eine allmähliche Evolution aus andersartigen Anfängen heraus vorzustellen. Wie soll man Emergenz von Autopoiesis denken, wenn die harte Entweder-oder-Regel gilt, dass Systeme autopoetisch geschlossen operieren oder eben nicht? Hier hilft nur eine sehr sorgfältige Analyse historischer Entwicklungen, die speziell darauf achtet, wie ein stets gegenwärtiges Operieren, in unserem Fall also eine stets gegenwärtige Erkenntnissuche, seine eigene Vergangenheit in die rekursive autopoetische Reproduktion einbezieht. Das heißt, so verwendet, als ob sie damals schon im selben System abgelaufen wäre. Kein Zweifel, dass schriftliche Kommunikation dies begünstigt, ja überhaupt erst ermöglicht. Es ist kein Zufall, dass in dieser Genese von Wissenschaft der Zweifel an der Zuverlässigkeit von Sinneswahrnehmungen kombiniert mit der Gewissheit der Realität über die Sinne gegebenen Welt eine ausschlaggebende Rolle spielt. Das ermöglicht es, Anschluss an Kritik von Wissen zugleich zu realisieren und der sich ausdifferenzierenden Wissenschaft die Richterrolle zuzuweisen. Hört, hört. Noch die Philosophie der frühneuzeitlichen Wissenschaft hat sich an diesem Problem zu bewähren, sofern man nur auf die Strukturbedingungen der Selbstorganisation operativer Geschlossenheit autopoetischer Systeme achtet. Kann man mithin sehr genau angeben, wie das emergierende System Vorangaben in Freiheiten zur Selbstdetermination umarbeitet. Eine solche Kombination von Systemtheorie und Evolutionstheorie erfordert es schließlich gewisse, in Klammern vor allem in der Soziologie übliche, Annahmen über Evolutionstheorie aufzugeben. Evolutionstheorien konstruieren keine Phasenmodelle und sind auch keine Prozesstheorien. Das muss zur Vermeidung von Verwechslungen und Überinterpretationen immer wieder deutlich gesagt werden. Wir sehen die Aufgabe einer Evolutionstheorie jedenfalls nicht in einer Periodisierung der Geschichte und auch nicht in der Darstellung von typischen Phasen einer Sequenz von Innovation, Theorieaufbau und Verfall, sondern in der Erklärung von Strukturänderungen mit Hilfe der Unterscheidung von Variation, Selektion und Stabilisierung. Dabei setzt der Begriff der Variation den der Stabilisierung voraus, denn Variation kann sich nur an schon stabilisierten Mustern zeigen. Wenn die Erzählung der Evolution mit Variation beginnt, ist das also ein willkürlicher Einschnitt bedingt durch das Interesse an Neuem.
Die Begriffsverhältnisse müssen zirkulär gedacht werden, aber eine Darstellung kann und muss irgendwo anfangen. Vielleicht mal bis hier. Ja, du hattest ja Danke, angeteasert. Ja, jetzt, Peter, mach du erstmal. Nein, ich wollte nur den anderen sagen, danke sehr. Ich habe nichts zu sagen. Ja, du hast es ja schon so angekündigt, André, dass jetzt erst das Kapitel wirklich losgeht und sein Eigenanteil sichtbar wird. Also erst, also es fängt ja typischerweise immer an mit den Kapiteln, dass er erstmal seine gesamte Disziplin in Bausch und Bogen verwerfen möchte und dann langsam seine eigenen Modelle einführt. Und er macht das jetzt wieder natürlich mit der Klammerfunktion, diese Systemtheorie der Evolutionstheorie praktisch zugeben kann. Ja, das Interessante ist, dass er schon ankündigt, dass es eine ganze Menge Zumutungen geben wird, wahrscheinlich sowohl für die Philosophie wie auch für die Biologie. Und ja, dass er, um es mal lax zu formulieren, Evolution nicht so eng sehen will, wie das Biologen oder andere Sozialforscher tun, sondern man kann gar nicht sagen, er generalisiert es, sondern er macht aus den Vorlagen der biologischen Evolutionstheorie was ganz Eigenes, was er besser verwenden kann. Ja, so würde ich es auch verstehen. Er wendet Evolutionstheorie direkt hier auf den Gegenstand dieses Textes an, also auf Wissen, Wissenschaft, Epistemologie, und bringt direkt ein Beispiel da auf der Seite 252. Auf die Ebene der Epistemologie transponiert heißt dies, das Wissen wählt das, was es wissen kann, aufgrund dessen, was es schon weiß und so weiter. Ja, das begleitet uns ja jetzt, glaube ich, durch das Kapitelchen so ein bisschen, ne? Und darunter, ja, das habe ich nicht so ganz verstanden, was er da aufmacht, wo sein Problem ist. Das mit dem Verklammern, also dass das eine Klammer wird, die Evolutionstheorie und die Systemtheorie. Ja, aber macht mir jetzt kein Problem, dass ich das nicht ganz genau weiß, was er damit dann meint. Ja, er muss ja irgendwie diese Mutation erklären. Seine ganzen Verweise sind ja ständig historischer Natur. Die sind nicht jetzt futurisch oder so, sondern er muss irgendwie klar machen können an seiner Semantik, wie das emergierende System Vorgaben in Freiheiten zur Selbstdetermination umarbeitet. Und zwar mit Zeit. Und dieses Vorherwissen können, das hatten wir auch schon mal in Kunst der Gesellschaft mal kurz. Ich glaube, da hätte man ein Goethe-Zitat. Man sieht nur, was man weiß. Ja, also man kann nur unterscheiden, was für einen irgendwie merkwürdig im Wortsinne existiert und irgendwie vordergründig sichtbar wird. Und dann kann man anfangen, das zu parzellieren und zu bezeichnen und weiter zu entwickeln. Ja. Daran arbeitet er jetzt die ganze Zeit, an dieser Schnittstelle. Als ja, aber damals schon im selben System abgenommen. Ja, auch eine ganz schöne Nebenbemerkung, dass er sagt, wie soll man Emergenz von Autopoiesis denken, wenn die harte Entweder-Oder-Regel gilt, dass entweder ein System autopoiesisch geschlossen operiert oder eben nicht. Natürlich ist das eine harte Entweder-Oder-Regel. Das sagt er ja auch sonst auf 500 Seiten am Stück. Und ja, natürlich kann man damit den Anfang nicht denken. Das handelt er sich eben damit ein. Und das ist hier an der Stelle ein Taschenspielertrick. Das ist nicht konsistent zu anderen Aussagen. Hier sagt er, ja, das mit der Entweder-Oder-Regel, entweder geschlossen oder offen, kann man so streng nicht sehen. Ja, und selber malt er in soziale Systeme eben Grafiken, wo er schreibt, ja, soziale Systeme sind entweder offen oder geschlossen und es kann keinen dazwischen geben. Also das ist an der Stelle irgendwie nice try, aber irgendwie jeder durchschaut das ja. Ja, er will ja Binarität, nicht Dualität. Das wäre entweder oder in dem einfacheren Sinne. Aber wenn man sich die Entwicklungen in der Biologie zur Abiogenese, zur Theorie, wie es überhaupt zur ersten Zelle kam, anguckt, dann wird da ja auch getaschenspielert, was das Zeug hält. Da werden dann irgendwelche Panspermie-Sachen, das hatte ich auch schon mal angedeutet, verwendet, oder irgendwelche ferromagnetischen Impulse, die werden dann runtergeleitet auf die Erde und dann der gesteinste Planet ermöglicht irgendwie Friktion und dann entspringt da plötzlich ein Molekül, was irgendwie mehrkettig wird und zur Zelle wird. Das ist ja auch alles mysteriös. Die Zelle weiß nicht, warum sie ich würde mal eher so sagen, mysteriös würde ich es nicht sagen. Es gibt, glaube ich, drei verschiedene Theorien, wie es da eben dazu kommt. Und natürlich ist da die Biologie als Naturwissenschaft noch nicht am Ende. Also es ist ja klar, aber mysteriös
wäre was anderes. Es gibt da eigentlich schon für diese drei Theorien auch jeweils immer ziemlich gute Belege, zum Beispiel, dass die Lipide aus Meteoriten stammen könnten. Aber das erklärt natürlich nicht, dass jetzt das Leben von einem anderen Planeten stammen muss, sondern stammt eben nur, ja, man hat eben auch in Meteoriten, die damals in der Frühphase die Erde bombardiert haben, Lipide gefunden. Naja. Aber hier, diese Stelle, ich sehe es jetzt weniger als einen Taschenspielertrick, sondern eher nach dem Motto, also ich verstehe es eher so, ich lasse mich jetzt nicht davon aufhalten, wenn ich nicht jetzt den Anfang bestimmen kann, denn jetzt tatsächlich drunter das, was ich hochgehoben habe, rekursive autopoetische Reproduktion, seine eigene Vergangenheit immer mit einbezieht, das heißt, so verwendet, als ob sie damals schon im selben System abgelaufen wäre. Es bleibt nicht mysteriös, aber es ist halt, so verstehe ich das, ab einem gewissen Vermögen, Komplexität aufzubauen, dann eben so, dass ich das dann System nennen kann und Autopoetisch. Ja, das ist ja diese lustige aber Funktion. Nur in der Rekonstruktion. Ja. Nee. Eigentlich ist es ja ein Zukunftsvektor. Also jede Zelle, jeder Organismus ist in der Lage, einen bestimmten Zeithorizont vor sich vorhersagen zu können. Also ne, es gibt halt mittelfristige, kurzfristige, langfristige Entwicklungen, die man irgendwie absehen kann. Und die ganzen eigenen Kommunikationen kann man so aussteuern, dass man möglichst viel, wie sagt das Heinz von Förster, möglichst viel Entscheidungsfreiheit für sich in der Zukunft reklamieren kann. Durch bestimmte Feinaussteuerungen. Und wenn man sich das jetzt so gut modelliert, kann man sich das eigentlich ganz gut vorstellen, dass dieses Als-ob-Moment spezifisch autopoetisch ist. Das ist eben der Vorteil gegen allopoetischen Systemen. Die sind starr und die werden von den Zufällen hin und her geschleudert, aber die Zellsysteme eben nicht. Die haben so, die können gegensteuern, die können Stabilisierungsregeln entwickeln, ohne einfach nur zu mutieren, wie Viruszellen oder wie Krebszellen. Oder die einfach keine interne Schreibung, kein Schreibrecht haben. Also das mit diesem Entweder-Oder ist so eine andere Variante von dem, was er sonst schreibt, dass ihn die Frage des Anfangs gar nicht so sehr interessiert. Jetzt beobachten wir diese Systeme und wir tun einfach mal so, als ob die immer da gewesen wären. Wer fragt denn schon danach? Also er weiß natürlich sehr genau, dass es da eine Lücke gibt, dass er die Begründungen nicht ewig zurückführen kann. Und das ist ja auch deswegen liebt er es ja so, diese wiedereintrittsfähigen Unterscheidungen zu machen. Wenn man, wie in seiner Erkenntnistheorie, an keine Realität gekoppelt ist, dann kommt man natürlich zu dieser Figur der Reflexivität. Das ist ja auch der Grund, warum Philosophie letzten Endes durch Reflexivität bestimmt wird, weil dieses Fragen nach dem immer mehr Begründung irgendwann mal aufhören muss. Und die Reflexivität ist die einzige Theoriefigur, die man sich denken kann, die das genau löst. Aber es funktioniert eben nur, wenn man Philosoph ist und nicht wissenschaftlich arbeitet. Und da jongliert der Luhmann eigentlich immer so ein bisschen hin und her, ob er jetzt Sozialwissenschaftler ist oder eigentlich einen philosophischen Text schreibt. Ja, also er prüft eigentlich die Flexibilisierbarkeit der Semantiken, der Reflexivität. Also das schreibt er hier nochmal in der nächsten Seite. Evolutionstheorien konstruieren keine Phasenmodelle und sind auch keine Prozesstheorien. Also die Renaissance-Menschen wussten nicht, dass sie in der Renaissance sind. Ja, also da gibt es einfach so eine Selbstverständlichkeit, wenn man das in den Geschichtsbüchern so liest, Kapitel für Kapitel, das ist irgendwie, müssen die ja selber schon gemerkt haben, was sie da tun. So, das ja eben nicht. Also man muss das schon rausrechnen und dann irgendwie sich selbst abstrahieren können von dem, was man da untersucht. Und wirklich nur diese Semantik untersuchen. Die interessante Frage ist, also ich habe mir jetzt letztens aus der Uni Heidelberg was über Evolutionsbiologie angetan. Und die interessante Frage ist eigentlich, warum möchte er dieses Pattern der Evolution aus der Biologie verwenden, obwohl es so überhaupt nicht mehr passt? Also das werden wir nachher sehen, wenn er dann draufkommt. Das ist eigentlich von der Biologie völlig entkoppelt und hat damit nichts mehr zu tun. Und die Frage ist ja, warum benutzt er das trotzdem? Er will ja erklären, wie sich soziale Systeme im Zeitverlauf verändern. Wie kommt das überhaupt zur Veränderung? Warum verändern die sich und nach welchen Regeln? Und das beschreibt er dann eben strukturdefiniert. Und ich glaube, er benutzt Evolutionstheorie, weil es einfach semantisch schon eingeführt worden ist, weil es eine gewisse Plausibilität
aus der Biologie Ende 19. Jahrhundert mitbringt. Also diese Denkfigur der Evolution, die Evolution ist eingeführt und eher sich jetzt was mit drei komplizierten griechischen Namen für Variation, Selektion, Restabilisierung ausdenkt, dreht er das eben aus der Biologie Vorgefundene so hin, und das macht er, finde ich, nicht sehr geschickt, aber wenn wir noch drauf kommen, bis es eben für seine sozialen Systeme passt. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, ein Argument, was mir gut reingelaufen ist, mir sehr plausibel war, der Einmalerfindung. Ne? Also das, ähnlich wie er das mit der System von der Zelle adaptiert, eben auch die Evolution, die Veränderungen im Sozialen, eben auch evolutionär und eben nicht intentional oder durch Zufall oder, sondern eben auch, dass er das mit einem Verständnis oder mit einem, also das mit seiner Version von Evolution fassen möchte. Ja, aber das ist ja absolut zirkulär. Das sind genau wieder diese reentranten Unterscheidungen. Ne? Also weil er sagt, Evolution ist selber ein Ergebnis der Evolutionstheorie. Klar, du kriegst keine andere Begründung mehr hin, als durch solche Reflexionen. Ja, es ist schade, aber. Also man könnte ja sagen, Negentropie wird erzeugt dadurch, dass man die thermodynamischen Zwänge in Evolution verwandeln kann im Laufe der Zeit. Also dass man praktisch den Druck von außen abfedert. Das ist doch an der Stelle jetzt gar kein Wunder, wenn man sich die Geschichte der Philosophie anguckt, die ja größtenteils zu einer Zeit stattfand, wo Naturwissenschaften noch überhaupt nicht so ausgeprägt waren. Da kommt man dann eben auf diese Figuren der Reflexivität, weil die eben das letzte Wort sind, was man da überhaupt haben kann. Aber Naturwissenschaft ist ja dann irgendwann mal aufgekommen, weil die sagen, ja nee, wir gehen von gewissen Voraussetzungen aus. Und wenn der Luhmann Soziologie wissenschaftlich betreibt, geht er ja auch von Voraussetzungen aus, indem er nämlich sagt, es gibt soziale Systeme und die Kommunikation, die findet wirklich in der Realität statt. Also da ist er ja wieder Wissenschaftler, indem er sagt, also mein Gegenstand, den ich behandle, den gibt es aber wirklich in der Realität. Und das machen Biologen auch. Die sagen, die Zellen und die Tiere und gibt es alle in der Realität. Die Physiker, da gibt es dann eben den ganzen Teilchenzoo in der Realität. Und so setzt jede Wissenschaft immer irgendwas voraus. Und in diesen Voraussetzen von irgendwas unterscheidet sie sich deutlich von der Philosophie, die nämlich nichts voraussetzt und deshalb nur in der Reflexivität Antworten finden kann. Ja, aber das eben diachron. Wenn man als Soziologe daran geht, muss man erklären, wie dieser Grad an Reflexivität, der aktuell in der modernen Gesellschaft am Start ist, wie der zustande gekommen ist. Also welche Widrigkeiten der aushalten musste, wie viele Semantikwechsel, wie viele Wortwahländerungen sind in Verfassungstexten zum Beispiel sichtbar, sodass man das praktisch ablesen kann. Oder jetzt in der Wissenschaft mit dem Phlogiston, das hatten wir, glaube ich, mal in Kunst der Gesellschaft auch schon mal erwähnt. Dass man hat so statuarische Konzepte und man muss die jetzt beschießen mit kleinteiligeren Objekten, sodass da mehr sichtbar wird. Das kann nicht das Element sein. So. Wie entsteht Feuer, wie entsteht das mit dem Sauerstoff? Ist das vielleicht noch Stickstoff mit dabei? Und dann kann man das langsam auslesen und das erzeugt dann neue Wortwahlen und die sind dann in sich reflexiver als das Großkonzept, was man dann beerdigen kann letztlich. Ja, na klar. Das sind diese Anfangspunkte. Ja? Man hat irgendeine Anomalie in der Umwelt und die möchte man erklären. Wie funktioniert ein Blitz? Wie funktioniert ein Erdbeben? So? Oder, und dann schließt man das nach und nach auf mit immer höherwertigen Konzepten. Aber das kommt ja später noch im Text. Also ja, aber eben nicht diese reine Zirkularität. Die ist völlig, hat keinen Erklärwert. Wenn man sagt, Evolution besteht aus Evolution. Das kann ein Dreijähriger sagen, theoretisch. Ja, das ist ganz genau der Punkt. Aber das ist die letzte Zauberformel, die ihm noch bleibt an der Stelle. Ja. Das ist sein Erbe aus der Philosophie. Die macht es ja ganz genauso. Und das ist eben der deutliche Unterschied eigentlich zu einer wissenschaftlichen Vorgehensweise. Deswegen changiert er da immer zwischen Philosophie und Soziologie hin und her und nimmt sich heraus, was er eben gerade braucht. Und deswegen spielen auch so Leute wie Hartmut Esser eben verrückt, weil sie sagen, ja, das ist überhaupt nicht wissenschaftlich, solche zirkulären Ansätze. Er sagt, nee, das geht eben nicht. Ja, aber sie erlauben eben diese erzählerische Note dann wieder einzuführen, die er eigentlich im vorherigen Kapitel, im Reflexionskapitel abgeschmettert hat. Er wollte eigentlich damit nichts mehr zu tun, aber er braucht die, um zu überleben, um seinen Kahn auf diesem dünnen... Ehrenrettung will ich dann sagen, dass er ja gleich schon noch ausführt,
so beinahe beispielhaft Evolution von Wissen. Ja, dann lesen wir mal. So könnte ich ja eben, also ich brauche dann auch ja, nicht den Beginn von Evolution. Ich bin dran. Legt man der Nee, ich bin. Ja, natürlich. Ich muss das Wort geben, Entschuldigung. Achso, danke. Legt man der Beschreibung dessen, was evolutionstheoretisch erklärt werden soll, die Theorie selbstreferenzieller autopoetischer Systeme zugrunde, dann ändert sich schon dadurch die Form der Problemstellung und mit ihr die Art des Mechanismus, den die Erklärung konstruiert, also der Begriff von Evolution. Traditionell konnte und musste Evolution des Wissens begriffen werden als laufend bessere Anpassung des Wissens an die Welt, wie sie wirklich ist. Und dann galt die Anpassung selbst als der Mechanismus evolutionärer Selektion. Wenn es aber darum geht, die Evolution eines Wissens zu erklären, das gar nicht wissen kann, was das ist, wovon es weiß, was es weiß, entfällt diese Vorstellung von Anpassung. Oder anders gesagt, wenn die repräsentationale Theorie des Wissens aufgegeben werden muss, muss auch die adaptionale Theorie der Evolution des Wissens aufgegeben werden. Wie evoluieren mit anderen Worten autopoetische Systeme, die ihre eigene Autopoiesis erhalten und dafür mit internen Operationen Strukturen auswählen, ohne durch die Umwelt unter Überlebensdruck gezwungen zu sein, auf Fitness zu achten. Das ist ja sein Anstoßpunkt. Es könnte sein, dass jene Theorien des adaptiven und deshalb erfolgreichen Wissensgewinns das Haupthindernis für eine Synthese von Evolutionstheorie, Erkenntnistheorie und Theoriegeschichte im Sinne von Ideengeschichte gewesen ist. Es ist ja kaum plausibel zu machen, dass zum Beispiel die für die Wissenschaftsentwicklung so bedeutsame euklidische Geometrie deshalb Erfolg gehabt habe, weil sie der Welt, wie sie nun einmal ist, besonders gut angepasst ist. Und dass entsprechend diese Selektion nicht-euklidischer Geometrien im 19. Jahrhundert damit zu erklären ist, dass sie der Welt noch besser angepasst sind. Man sieht, diese Evolutionstheorie erfordert die Auffassung von Anpassung als einer Variablen, die mehr oder weniger gute Werte annehmen kann, sodass in dieser Hinsicht ein Spielraum für Selektion besteht. Dann aber müsste, wenn diese Theorie empirisch funktionieren soll, die mehr oder weniger gute Anpassung des Wissens an die Realität unabhängig von den Geltungsansprüchen eben dieses Wissens feststellbar sein. Und außerdem müsste man angeben können, wie so ein Anpassungsniveau einmal erreicht, überboten werden kann. Denn im Falle der Wissensevolution kann man ja nicht davon ausgehen, dass die Welt sich so rasch ändert, dass dies Anpassungszwänge auslöst, denen das Wissen durch Verschwinden bzw. durch Selektion von erneut angepasstem Wissen folgt. Die zwei lese ich noch mit. Einwände dieser Art lassen sich auch für die Theorie der organischen Evolution formulieren. Sie sind erst recht zwingend, wenn eine Theorie der Evolution gefordert ist, die sowohl die unveränderte Bewahrung von Wissen über lange Zeiträume als auch plötzliche tiefgreifende Veränderungen in relativ kurzer Zeit erklären soll, ohne dass man dafür auf auslösende Veränderungen in der evolutionären Nische zurückgreifen kann, in die hinein das Wissen formuliert ist. Also die Nische entsteht ja erst immer mit der Hineinformulierung wahrscheinlich. Ein wichtiger Fortschritt ist bereits erreicht, wenn man Anpassung gegen den eigentlichen Sinn dieses Wortes als positiven Feedback, also als Abweichungsverstärkung auffasst. Dann ist es freilich richtiger, von Abweichungsverstärkung unter Bewahrung einer erreichten Anpassung oder deutlicher von umweltmöglicher Abweichungsverstärkung zu sprechen. Und nichts anderes soll mit Ausdifferenzierung bezeichnet sein. Entscheidend ist nicht, dass sich anpassen können, sondern dass sich abkoppeln können. Erklärt die ungeheure Stabilität und Durchhaltefähigkeit des Lebens und aller darauf aufbauenden Systeme. Okay, das reicht erstmal. Danke. Also er arbeitet sich ja an der These ab, traditionell konnte und musste Evolution des Wissens begriffen werden als laufend bessere Anpassung des Wissens an die Welt, wie sie wirklich ist, also an die Realität. Und dann galt die Anpassung selbst als der Mechanismus evolutionärer Selektion. Und die These versucht er nicht besonders überzeugend zu dekonstruieren. Er schreibt: Es ist ja kaum plausibel zu machen, dass zum Beispiel die für die Wissenschaftsentwicklung so bedeutsame euklidische Geometrie deshalb Erfolg gehabt habe, weil sie der Welt, wie sie nun mal ist, besonders gut angepasst ist und dass entsprechend die Selektion nicht euklidischer Geometrie im 19. Jahrhundert damit zu erklären ist, dass sie der Welt noch besser angepasst ist. Das ist natürlich wirklicher Unsinn, den er da formuliert. Natürlich ist die euklidische Geometrie deshalb so überzeugend, weil sie eben
mit vielen Sachen in der Realität sehr gut übereinstimmt und man dann eben Sachen berechnen kann. Und es ist zwar eine wissenschaftsinterne Entwicklung, dass man eben über diese Grenzen hinausgegangen ist und man hat dann wiederum später festgestellt, dass nicht-euklidische Geometrie beispielsweise bei der Geometrie des Universums wieder eine Rolle spielt. Also diesen schrittweisen Prozess, an dem man sich da langhangelt, so versuchen hier auf Dummfang zu gehen, ist einfach wirklich, also bei dem ganzen Buch Wissenschaft der Gesellschaft muss man eigentlich immer, wenn der Luhmann was über andere Wissenschaften sagt, sofort sagen, oh Moment, das gucke ich mir jetzt auch mal genauer an, was die Wissenschaften machen. Also immer, wenn er was über Mathematik schreibt, muss man sich das mathematisch nochmal anschauen. Wenn er was über Biologie schreibt, sollte man eben nochmal die Biologie konsultieren. Einfach nur, um nicht reinzufallen in diese auslegenden Setzungen. Es sei denn, man möchte darauf eine Karriere begründen, dass man eben einfach dem unwidersprochen zustimmt. Völlig klar. Wenn man jetzt der Schule der Systemtheorie angehört, dann interessiert einen doch Wissenschaft überhaupt nicht, sondern dann schreibt man das so und zitiert das und schreibt noch weiter und macht noch eine weitere Wendung rein. Das will ich ja auch alles gar nicht schlecht reden, aber es ist schon schwierig, sich in all diesen Wissensgebieten, die der Luhmann so en passant behandelt, sich wirklich auszukennen. Man braucht einfach viel Zeit und deswegen ist es viel einfacher, die Sätze zu lesen und sich zu freuen. Ah ja, das ist hübsch formuliert, wird schon so stimmen. Ja, und vor allem lustigerweise, also dieser dumme Fang, der wird sogar noch schlimmer mit dem nächsten Satz. Dann müsste aber, wenn diese Theorie empirisch funktionieren sollte, die mehr oder weniger gute Anpassung des Wissens an die Realität, unabhängig von den Geltungsansprüchen, eben dieses Wissen feststellbar sein. Also seine ganzen Feldzüge gegen Empirie möchte er jetzt aber wieder tilgen, um zu sagen, wie schwachsinnig diese Formulierung der guten Anpassung ist. Ja, also auch diese implizite Normativität stört ihn wahrscheinlich. Und natürlich diese Werttheorie, die er eigentlich auch weghaben wollte. Aber er hat eben keine guten Konter. Also man könnte das viel intelligenter formulieren. Das ist, glaube ich, so der Kern, dass ihn diese Normativität wirklich anfrisst. Also das ist fast was Ehrenrühriges, dass man eben sagt, ja, nee, was du machst, sind Orientierungshypothesen, aber das ist keine Wissenschaft. Also gerade dieser kritische Realismus und der sich viel strenger an Kriterien von Wissenschaftlichkeit orientiert als Luhmann, das ficht ihn schon an. Ja. Ja, mir sind das immer nur Beispiele und Beispiele kann man auch manchmal weiterblättern einfach. So denke ich mir das. Ja gut, aber lustigerweise ist eigentlich die Evolutionstheorie von Luhmann, also ironischerweise zu allem, was ich jetzt gerade vorher gesagt habe, für mich eigentlich das Todesurteil für die Resonanztheorie gewesen. Weil die sich, weil die sich als evolutionsunfähig erwiesen hat. Also da kommt nichts mehr. Rosa schreibt jetzt Bücher, wie toll er Heavy Metal findet oder wie toll die Resonanz zur Demokratie passt. Aber das ist alles vollkommen in einer Zeitkapsel gefangen, die nicht über ihre eigenen Grenz- und Randbedingungen informieren kann. Ja, also ich habe da sowieso... Selbst wenn Luhmann das jetzt hier schlecht macht, ja, was wir ja, also schlecht oder zumindest sich so ein bisschen da durchlaviert, kann man immer noch sagen, dass das immerhin ein Angebot ist. Und davon gibt es eigentlich bei Rosa gar nichts. Also das macht es so traurig. Ja, also das ist bestimmt ein fruchtbarer Boden, um daraus soziologische Wissenschaft weiter zu betreiben als das von Rosa. Das sehe ich schon genauso, weil du kannst halt viel mehr hier ansetzen und an diesen Theoriefiguren noch weiter drechseln, noch weiter schrauben und noch weitermachen. Und dann kommst du irgendwann zu dem Punkt, ich glaube, das hat der Rami ja mal entweder hier gesagt oder getwittert, dass die Aufgabe der Systemtheorie ist, Texte über Systemtheorie zu schreiben. Ja, und wenn das so ist, ja, dann ist das sicherlich, da ist viel Stoff. Da kann man immer wieder Texte schreiben, immer wieder neue Wendungen einbauen und irgendwie weitermachen. Ja, den System für mich ist für mich ist das hier, also ich bin relativ aufmerksam, weil ich eben Systemtheorie, Evolutionstheorie, Kommunikationstheorie, alles sozusagen hier gelernt habe, dass es dazugehört. Und deswegen möchte ich das schon so verstehen, wie er das hier verstanden haben will für seine Systemtheorie. Und das ist mein Interesse. Dann lesen wir einfach mal weiter. Ja, wir haben noch das, werden noch vielleicht ganz, also zumindest, dass man einmal nochmal das hochholt, die Anpassung. Also ein wichtiger Fortschritt ist bereits erreicht, wenn man Anpassung
gegen den eigentlichen Sinn dieses Wortes als positiven Feedback, also als Abweichungsverstärkung auffasst. Und entscheidend ist nicht, dass sie sich anpassen können, sondern dass sie sich abkoppeln können, erklärt die ungeheure Stabilität und Durchhaltefähigkeit. Und jetzt wieder des Lebens und aller darauf aufbauenden Systeme. Ja, siehst du, und das ist jetzt wiederum, also das habe ich jetzt mal gnädigerweise überlesen, ne? Aber eigentlich schreibt Luhmann jetzt hier als Biologe, von dem er überhaupt gar keine Ahnung hat. Also das ist, da haut er so einen Satz hin, was komplett dem Stand des biologischen Wissens widerspricht. Und ich meine, aber für soziale Systeme finde ich das für mich sehr einleuchtend. Ja, was koppelt sich denn da ab? So, was ist denn das Lebenssystem, also jetzt Übergang von stratifikatorischer zu funktional differenzierter Gesellschaft zum Beispiel? Also was ist da die Kapazitätsgrenze? Wo ist das Limit? Wo gibt es plötzlich, ist der Umschwung zwischen Reptilienaufbau und Säugetierstruktur oder sowas? Also das muss man dann auch, da kommt dann nichts, dann geht auf die nächste schöne Formulierung. Also warum muss man das alles selber dazu tragen? Das hat André ja gerade schon gesagt. Also ja, natürlich, es ist ein wunderbarer Steinbruch, aber... Wenn man sich da alles ausmeißeln kann, das ist total interessant, ne? Weil er will eine Evolutionstheorie für soziale Systeme machen. Ist ja auch gut, muss man irgendwie die Frage mal stellen und beantworten. Und jetzt sagt er, und das ist falsch, weil die biologische Evolutionstheorie genauso funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen schreibt er Stabilität und Durchhaltefähigkeit des Lebens. Und jetzt kommt die Folgerung und aller darauf aufbauenden Systeme. Und das ist ein Schluss, den kann man nicht mitgehen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das kann man den Satz schreiben, aber man muss sagen, Tobi, das kannst du nicht begründen. Weil das Lebenssubstrat entscheidet ja nicht über die Sozialstruktur. Es gibt ja eusoziale Ameisenvölker und es gibt, und dasselbe Insekt lebt aber komplett singulär in einem anderen Zustand. Also das ist der springende Punkt von wie Leben sich entwickelt, kann man nicht auf wie entwickeln sich soziale Systeme schließen. Das ist ein absoluter Kategorienfehler. Und das macht er ja auch nicht im Detail. Nur in dem Satz tut er so, als ob das so ist. Ja, gebe ich euch gerne recht. Aber trotzdem, für das, wie es ja weitergeht, deswegen habe ich mir den Satz eben auch markiert, also nicht, dass sich anpassen können, also ein sagen wir, profanes Verständnis, wenn man nichts von Evolutionstheorie weiß, was so, sagen wir, man aus der Schule vielleicht mitnimmt, sondern eben, dass sich abkoppeln können. Und das wird ja gleich noch wichtiger. Und deswegen, dass sich abkoppeln können, also Varianz, dass ich das obwohl ich in Systemen mit Struktur determiniert und operiere, dass dort Veränderungen dann möglich wird, dass sich abkoppeln können und das wieder rein. Ja, aber die wird ja immer erzwungen. Also wenn man sich das in Sozialsystemen vorstellt, es gibt keine Revolution, die nicht blutig oder die zumindest keine blutigen Anteile hat oder dass man eben sagt, dass ja irgendwo gibt es ein Kapazitätslimit für bestimmte Adelssysteme, dass die eben ihre Bürger nicht einfach mehr unterdrücken können mit einfachen Bauernfängerformeln oder so. Und dann gibt es plötzlich einen Overflow und dann. Aber warum muss man das, warum ist, wo ist die Kopplung? Wo ist die Kopplungsfunktion? Das müsste man dann schon modellieren können. So, das kann man nicht einfach nur schreiben. Ja, ich kann nur sagen, vielleicht wird es deutlicher, wenn wir weiterlesen. Die Figur des Plausibilitätsausborgens. Ne? Also von der Plausibilität der Evolutionstheorie in der Biologie, das zieht er jetzt rüber. Und damit will er Plausibilität beim Leser erzeugen. Das ist genauso falsch, wie wenn er über die Mathematik des George Spencer Brown irgendwas schreibt, dass zum Beispiel Formen zweiten Grades sich prinzipiell unberechenbar zeigen. Das ist genauso. Ja, ich lese mal weiter, einverstanden? Jawohl. Wir reagieren auf diese Bedenken gegen das klassische Design der Evolutionstheorien zunächst durch eine gezielte Restriktion des evolutionstheoretischen Instrumentariums. Als entscheidend für diese Art Theorie im Unterschied zu Schöpfungstheorien oder Entwicklungstheorien sehen wir an der Verwendung einer spezifischen Differenz als Mittel der Erklärung von Strukturänderungen. Strukturänderungen werden evolutionstheoretisch erklärt durch die Differenz von Variation und Selektion. Das heißt, in umgekehrter Blickrichtung auch, dass diese Differenz nur Strukturänderungen erklärt
und nichts weiter als das. Also weder langfristige Richtungen historischer Veränderung noch bessere Anpassung an die Umwelt. Es geht um die Frage, wie ein System, das seine eigenen Operationen durch seine eigenen Strukturen steuert, diese Strukturen mit eben diesen Operationen ändern kann, und zwar auch dann, wenn das System an die gegebenen Strukturen gebunden, diese nicht planmäßig durch neue ersetzen kann. Es läge verführerisch nahe, es bei einer solchen Unterscheidung zu belassen und die Evolutionstheorie auf eine Zweierdifferenz von Variation und selektiver Retention zu reduzieren. Dies ist jedoch nicht möglich, und zwar deshalb nicht, weil die Selektion einen doppelten Weg nehmen kann und in beiden Fällen zusätzlich Stabilitätsprobleme aufwirft. Wenn die mutierte Variante sich durchsetzt, muss sie in den bereits stabilen Wissensbestand eingepasst werden. Aber auch wenn sie abgelehnt wird, erfordert das eine Restabilisierung, weil das, was bisher alternativlos tradiert wurde, nunmehr als bevorzugte Problemlösung abgesichert werden muss. Beide Optionen verändern mithin das System, in dem sie stattfinden. Und nur die Form des Problems, auf das das System zu reagieren hat, ist durch die Selektion für bzw. gegen die Neuerung bedingt. Dies erklärt auch, dass gerade die Wissenschaft lange Zeit mit noch unentschiedenen Selektionen oder mit kontroversen Meinungen in dieser Frage zurechtkommen muss und auch in solcher Lage stabile Eigenzustände reproduziert. Wir müssen mithin Funktionen und Mechanismen für Variation, Selektion und Stabilisierung unterscheiden und deshalb auch mit drei Differenzen rechnen, nämlich Variation, Selektion, Selektion, Stabilisierung und Stabilisierung, Variation. Erst deren Zusammenwirkung ergibt Evolution. Mit der Betonung der Differenz bzw. im Theoriekontext der begrifflichen Unterscheidung von Variation, Selektion und Stabilisierung ist eine weitere einschneidende Uminterpretation älterer Evolutionstheorien vollzogen. Mit Differenz ist zugleich behauptet, dass es Zufall wäre, wenn eine Variation zugleich eine erfolgreiche Selektion vollzieht. Die ältere Evolutionstheorie hatte, zumindest in ihren Anwendungen auf erkenntnistheoretische Fragen, das Auftreten der Variation selbst als Zufall erklärt. Davon rückt man heute mehr und mehr ab. In der Tat sind Variationen im organischen wie im gesellschaftlichen Bereich fein geregelte, wenn nicht determinierte Vorgänge, die nicht gut als zufällig beschrieben werden können. Der Zufall besteht lediglich darin, dass Variation und Selektion nicht vorweg koordiniert sind, sondern die Variation die Selektion sozusagen freistellt. Variation setzt neben die vorhandene Struktur ein weiteres Strukturangebot. Und Sache der Selektion ist es dann zu entscheiden. Und genau darin, wie in einem strukturdeterminierten System solche Interdependenzunterbrechungen möglich sind, besteht die Schwierigkeit, die es zu begreifen gilt. Von Evolutionstheorie kann man sprechen, wenn dieses Problem als Forschungsprogramm akzeptiert wird. Aber eine ausgearbeitete Evolutionstheorie setzt natürlich voraus, dass man erklären kann, wie es möglich ist und wovon es abhängt, dass es faktisch so geschieht. Wenn man überhaupt von Evolution des Wissens sprechen will, muss man also angeben können, wie im Falle des Wissens oder eventuell nur des wissenschaftlichen Wissens die Funktion der Variation und der Selektion besetzt sind und wie ihre Trennung gleichsam hinter dem Rücken der zielstrebigen Wahrheitssuche bewerkstelligt wird. Ich mache mal einen Punkt, ja? Ja. Ja, hier wird er doch mal deutlicher. Hier wird doch wieder sichtbar, dass es ihm eigentlich um etwas sehr Abstraktes wieder geht. Und die Frage, die zu beantworten ist, formuliert er ja tatsächlich hier aus. Naja, das ist schon eine steile These, wenn er schreibt, man braucht drei Differenzen, Variation, Selektion, Selektion, Stabilisierung, Stabilisierung, Variation. Erst deren Zusammenwirken ergibt Evolution. Das ist, da müsste er eigentlich ein neues Wort für Evolution haben, weil die biologische Evolution funktioniert eben so überhaupt nicht.
Und das ist das Interessante, dass er eigentlich sich diese Plausibilität der Evolutionstheorie mitnimmt und jetzt einfach so tut, als ob er die Evolutionstheorie, die sowohl für die Biologie als auch für Gesellschaften geht, weiterentwickelt hat. Und das ist an der Stelle ein ziemlicher Taschenspielertrick, weil. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, er als Systemtheoretiker Ja, aber das ist keine begreift Begründung. Das ist Evolution ein. so und Ja. beobachtet die dann und rekonstruiert die dann eben in der Biologie auch in dieser Art. Und Nee, er er sagt rekonstruiert erst, nicht. Er redet da nee, nee, drüber. nee, Moment, Moment, Moment. Er schreibt, in der Tat sind Variationen im organischen wie im gesellschaftlichen Bereich. Das ist eine Gleichsetzung. Also in der Biologie Ja. funktioniert es wie in einer Gesellschaft. Fein geregelte, wenn nicht determinierte Vorgänge, die sich nicht gut als zufällig beschrieben werden können. Aber das ist einfach Unsinn, wenn er das über die Biologie stülpt. Und ich glaube, sein Problem ist, dass er Ontogenese und Phylogenese verwechselt. Also Ontogenese ist die Entwicklung eines Lebewesens von der Zeugung bis zum Tod und Phylogenese ist die Entwicklung der Arten. Also du kannst biologische Evolution nur fassen, wenn du über die Arten nachdenkst und nicht über die Individuen. Da geht es überhaupt nicht über die Entwicklung der Individuen. Der eine Katze wird über die Straße überfahren und die andere eben nicht. Das ist überhaupt keine Evolution. Das heißt, die Entwicklung eines Lebewesens ist keine Evolution, sondern nur die Entwicklung der Art über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und Ja, da oder ist es schon so, dass die natürliche Selektion, die es eben seit Darwin gibt und die sich auch heute in der synthetischen Evolutionstheorie immer wieder bestätigt und auch experimentell bewiesen ist, dass eben genau diese Variationen, die da entstehen, die sind eben über die Sexualität induziert. Das heißt, mit der Erfindung der Sexualität hat man überhaupt den Variationsspielraum nochmal deutlich deutlich erhöht. Und am Ende ist es so, dass irgendwelche zufälligen Freaks in dieser Art durch einen Umweltdruck und durch Auslese der Umwelt eben weiterleben können bei Umweltveränderungen und die anderen vorher angepassten Artgenossen dann eben sich nicht so fortpflanzen können. Also diese biologische Evolution ist nur über die Fortpflanzung denkbar. Wer kann sich fortpflanzen in einem unter Auslesedruck stehenden System? Und das ist, er geht davon aus, ich meine, du kannst es doch gar nicht so denken, wenn du jetzt Gesellschaft evoluieren willst. Es ist nicht Gesellschaft. Hat ja keine, es gibt ja nicht viele Gesellschaften, die zu einer Gattung gehört und die sich dann evolutionär entwickeln können. Also diese Unterscheidung Ontogenese, Phylogenese, wo die Evolution nur für die Phylogenese gilt, die kann er gar nicht machen mit seiner Systemtheorie. Und trotzdem macht er es und er tut dann so, als ob er die Evolutionstheorie weiterentwickelt hätte. Ja, er hat sie nur aufgebohrt. Also Er der. macht, ja, Ja, also Entschuldigung. wenn André jetzt sagt, es gibt diese harte Kante zwischen Onto und Philo, aber genau, wenn man einfach sagt, converging in the limit, also wenn man eine Vielzahl von Individuen hat, die fast die ganze Spezies repräsentieren, dann kann man eben solche Zufallsauslesen einfacher begreiflich machen. Also, ne, also das ist ja fast zufällig. Ja? Also man kann irgendwie sagen, im Laufe der Jahrmillionen hat sich die Laufgeschwindigkeit der Katze und der Maus irgendwie gegenseitig so hochgeschaukelt, dass die jetzt irgendwie 10 km/h schneller sind als noch, weiß ich nicht. Zu ganz anderen Zeiten, dass sie eben sich gegenseitig im Rattenrennen der Evolution das buchstäblich praktisch auf einem höheren Level praktisch stabilisieren konnten. Aber diese Überlebensauslese kann man einfach nicht einfach in die Gesellschaft hinüberziehen, vor allem nicht in die Moderne. Also das ist die Beschleunigung, mit der Millionen Menschenleben im 20. Jahrhundert draufgegangen sind für evolutionäre Anpassungen, für Sprünge. Ja, also diese Hunderttausende Soldaten, die im Ersten Weltkrieg, im Zweiten gefallen sind, für Ideologien, die sind ja nicht mehr im Evolutionspool drin. Wir sind ja die Nachfahren der Überlebenden, die das abgelehnt haben oder die sich irgendwie ein Schlupfloch gesucht haben und Also eben nicht mit ich glaube, der da Evolution muss man gekommen jetzt sind. schon an der Stelle unterscheiden, dass gerade bei Menschen die kulturelle Ja. Evolution heute viel stärker sich auswirkt, also die Veränderung der sozialen Systeme evolutionärer Art viel stärker Gesellschaften
verändern als die biologische Evolution. Weil biologische Evolution, da geht mal unter 2 Millionen Jahren, gibt es eigentlich fast keine Beispiele. Es gibt ganz wenige Beispiele, da ist mal ein evolutionärer Schritt mal innerhalb von 20.000 Jahren passiert. Mhm. Aber normalerweise sind es immer mehrere hundert Millionen Jahre. Und ja, die haben immer Umweltveränderungen, also die sind immer von Umweltveränderungen ausgelöst worden. Also eigentlich Geologie und Evolutionsbiologie gehen Hand in Hand und lassen sich auch nur zusammen erklären. Und Luhmann stellt sich ja eine ganz andere Frage. Er ist ja jetzt bei Wissen, bei Wissenschaft als System, und er fragt sich, ja, wie kommt überhaupt neues Wissen in die Welt? Wie können sich die Strukturen des bestehenden Wissens ändern? Wie kann man sagen, okay, das, was wir gestern noch als wahr bezeichnet haben, bezeichnen wir heute als unwahr. Und hier haben wir außerdem noch völlig neues Wissen, wo wir früher noch gar nichts drüber gewusst haben. Genau. Wie passiert das? Und da finde ich ja die Unterscheidung, die er dann macht, mit Variation, Selektion und Restabilisierung systemtheoretisch ganz geschickt. Ich finde es eine schöne Theoriefigur. Nur er darf sich eben nicht Plausibilität davon aus der Biologie borgen. Das ist falsch. Das ist, genau, der ja, macht das eigentlich auch klüger. Er muss einfach sagen, Leute, das sind meine Unterscheidungen und gucken wir mal, wie die funktionieren. Ja, aber die führt er nicht an. Er sagt dann, er rätselt er da rum. Die Funktionen der Variation und der Selektion besetzt sind und wie ihre Trennung gleichsam hinter dem Rücken der zielstrebigen Wahrheitssuche bewerkstelligt wird. Aber das geschieht ja durch Sprache, durch Sprachausdrücke, durch Satzfunktionen kann man ja Menschen in neue Denkrichtungen bringen, durch überzeugende Rhetoren, durch politische Programme, nicht nur durch Forschungsprogramme, aber eben auch. Und da kann man dann eben diesen Kahn doch schon steuern. Ja, für mich ist die Frage so wie hier gehighlightet. Na klar, Sprache. Und dann bin ich aber wieder ganz verdammt nah dran, ich sag mal, an Subjekt, ja. Und das verändert dann das Wissenschaftssystem. Und ich lese das eben so, dass er ja eben auch immer unbedingt sein Ding zusammenhalten will. Ne? Es geht um die Frage, wie ein System, das seine eigenen Operationen durch seine eigenen Strukturen steuert, diese Strukturen mit eben diesen Operationen ändern kann, und zwar auch dann, wenn das System an die gegebenen Strukturen gebunden, diese nicht planmäßig durch neue ersetzen kann. Das scheint ihm sehr, sehr wichtig zu wissen. Das kann man ja mit Social Media Plattform wunderbar erklären. Wie erzeugt man Viralität? Wie schafft man es, in einem gegebenen Medium so viel Varianz zu erzeugen, dass es plötzlich Millionen Menschen sehen wollen? Oder weil der Algorithmus das so begünstigt, dass man plötzlich auf allen Startseiten ganz oben erscheint oder sowas. Und dann Elon Musk hat den größten Twitter-Account und kauft die Plattform. Ja, aber Twitter ist ja kein System. Also er ist ja hier viel, also hier sind strenger die Regeln anzusetzen. Also das ist ja sozusagen, sonst wäre seine Systemtheorie im Eimer. Ja, das hast du sehr gut gesagt. Er muss an den Stellen, wo er eigentlich keine Antworten hat, immer so tun, als ob er Antworten hat. Aber wir als Leser können doch wirklich mal zulassen, ja, vielleicht ist ja die Systemtheorie an der Stelle im Eimer. Vielleicht ist das ja einfach Unsinn, was er da schreibt. Das müssen wir doch wenigstens mal überlegen können. Wir können doch jetzt nicht, nur weil er versucht, sein Lebenswerk an jeder Stelle rund und abgedichtet zu halten, müssen wir doch nicht sagen, ja, dann ist das so. Wenn es da mit schwarz auf weiß steht, dann ist das so. Sondern man muss das hinterfragen. Und natürlich verteidigt er hier seine Systemtheorie. Er hat damit 84 angefangen und sagt, er geht davon aus, dass es Systeme gibt. Es gibt Systeme, ja. Aber deswegen versuche ich das ja gerade aus diesem Verständnis heraus nachzuvollziehen, um dann eben qualifiziert was dazu, mich dazu zu positionieren und nicht, indem ich seine ganzen Strohpuppenbeispiele oder sonst was oder die Dämlichkeiten, sagen wir mal, ja, wenn er da über Quantenphysik oder was so sagt, das hast du ja schön gezeigt, um nur darauf rumzureiten, sondern die Frage interessiert mich ja, wird ihm das gelingen, das zu zeigen, ne? Jetzt, ja, genau. Du spielst trotzdem immer den Anwalt des Königs. Also ich sehe da Peter, Peter, du könntest, also wenn du wirklich sagst, du möchtest dich positionieren, dann müsstest du ja ganz anders daran gehen eigentlich. Du müsstest ja viel mehr eigene Thesen entwickeln. Ich lese das dann zweimal, dreimal, viermal und beim ersten Mal, also jetzt, wie ich das gerade mit euch hier durchgehe, bin ich das eben tatsächlich in der Rolle, hast du mich schön beschrieben, in der Rolle drin, ja? Genau.
Aber das ist doch auch sehr, sehr produktiv. Wenn du der Anwalt des Textes bist, ob du jetzt deine eigene Position hast oder nicht, kann uns und den Zuhörern ja egal sein. Aber du versuchst zu retten, was zu retten ist, aus dem, was da steht, wie es da eben steht. Und das ist ja jetzt nicht schlecht, sondern das ist ja produktiv, wenn man sich daran reiben kann. Aber ich lese Ich mal weiter, ja. weiter. Wo sind wir? Wie bereits angedeutet, sollte man darauf verzichten, Evolution schlicht im Sinne eines Phasenmodells zu verstehen. Erst Variation, dann Selektion, dann Stabilisierung. Entscheidend ist vielmehr, dass diese Mechanismen systemisch nicht integriert sind und simultan zusammenwirken. Das heißt auch, dass ständige Rückkopplungen stattfinden und rekursive Vorgriffe und Rückgriffe möglich sind. So kann Variation nur an stabilen Zuständen stattfinden und muss mit Stabilität verträglich sein. Variation kann auch auf Selektion vorausblicken, so wie Selektion nur stattfinden kann, indem sie auf die Variation zugreift und sie dadurch erneut variiert. Und nicht zuletzt können Stabilisierungsaussichten als Selektionsmotiv dienen, während das bereits stabilisierte Wissen vorausgesetzt werden muss, wenn man verdeutlichen will, um was es bei der Selektion überhaupt geht. Wir beschreiben diesen komplexen Sachverhalt mit der folgenden Skizze. Stabilisierung, Reentry in sich selbst, Variation, Selektion, Stabilisierung, jeweils immer mit Schleifen in die nächste und in die letzte Unterscheidung zurück. Entscheidend ist und bleibt bei all diesen Verschleifungen, dass die Differenzen erhalten bleiben und dass es nicht zu einem teleologischen Durchgriff kommt. Eine Methodologie wird sich dies zwar so vorstellen und der Evolution auf Bemühungen um die Lösung eines Problems reduzieren wollen, aber in Wirklichkeit des Wissenschaftssystems sind Methoden selbst nur ein Moment der Evolution. Wenn Evolution nur möglich ist aufgrund der evolutionären Differenzen von Variation, Selektion, Stabilisierung, muss man nach den Bedingungen der Möglichkeit dieser Differenzen fragen. Das erfordert eine systemtheoretische Erklärung, die wir hier auf den Fall des Gesellschaftssystems und seiner Teilsysteme beschränken wollen. Diese Systeme bieten unterschiedliche Ansatzpunkte für evolutionäre Mechanismen, je nachdem, ob es um die einzelnen Operationen, Kommunikation, um die dadurch produzierten und reproduzierten Strukturen, Erwartungen oder um das evoluierende System in Differenz zu seiner Umwelt geht. Diese Unterscheidungen definieren zugleich unterschiedliche Ansatzpunkte für Evolution und setzen daher bei ausreichender Systemkomplexität Evolution in Gang, zunächst auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, dann aber bei ausreichender Ausdifferenzierung von Teilsystemen auch hier. Der Variationsmechanismus betrifft nur die einzelnen Operationen, also kommunikative Ereignisse. Es wird etwas Neuartiges, Unerwartetes, Abweichendes gesagt, vorgeschlagen und geschrieben, eventuell gedruckt. Diese Eigenstabilität einer solchen Variation liegt nur in ihrer Verständlichkeit und in ihrer Aufzeichnungsfähigkeit. Sie bleibt ein Ereignis, an das man sich erinnern kann. Und schon das pure Vergessen sortiert zahllose Variationen aus. Die Selektion bezieht sich immer auf Strukturen, das heißt auf die Erwartung der Wiederverwendbarkeit von Sinnfestlegungen. Nur Strukturen, und dazu gehört natürlich auch die wiederholbare Referenz auf ein Ereignis, das einmal stattgefunden hat, können symbolisch ausgezeichnet und dadurch selegiert werden. Sie werden in den Bestand der brauchbaren Erwartungen eingereiht oder nicht. Im Falle der Wissenschaft heißt dies, sie werden als wahr oder unwahr markiert. Die Stabilisierung schließlich liegt in der Kontinuität der Autopoiesis des Systems. Es kann auch als mutiertes System noch arbeiten und über Auslösung interner Prozesse der Anpassung an, sei es das vorkommende Ereignis, sei es die geänderte oder die trotzdem nicht geänderte Struktur, die eigene Autopoiesis fortsetzen, eventuell mit höherer Varietät und auch mit höherer Redundanz. Die Möglichkeit von Evolution findet damit letztlich eine systemtheoretische Erklärung. Sie ist dadurch bedingt, dass die Ereignisse nicht schon Strukturen und Strukturen nicht schon Systeme sind, aber dass es sich gleichwohl immer um strukturdeterminierte Systeme handelt, die ihre eigenen Strukturen nur durch eigene Operationen variieren können und die durch strukturierte Operationen ein rekursives Netzwerk der Reproduktion eben solcher Operationen herstellen, das sich durch das pure Sichereignen als System
gegen eine Umwelt abgrenzt. Bis hier. Ja, danke. Na, hier wird das jetzt Thema, was ich eben versuchte anzusprechen. Tatsächlich hat er jetzt für die Systemtheorie, wie er sie hier nutzt, wie er Evolution jetzt hier nutzt, bestimmt, ne? So dass es funktioniert, dass es passt in das, was er bisher immer gesagt hat über Systeme. Und jetzt über Evolution beschreiben zu können, mehr als beschreiben eigentlich, wie das denn funktioniert, obwohl die Innenstrukturen autopoetisch sich reproduzieren, immer wieder Operation an Operation anschließt, wie Veränderung dort stattfindet. Und zwar mit den Operationen. Hier geht es los, ja, wie eine Begriffsbestimmung, ne? Der Variationsmechanismus betrifft nur die einzelnen Operationen. Selektion bezieht sich immer auf Strukturen, Stabilisierung auf die Kontinuität der Autopoiesis des Systems. Ja, so möchte ich das verstanden haben. Genau, und an der Stelle, also das ist einfach seine Theorie. Also da muss man klar sagen, diese Unterscheidungen führt er jetzt ein. Für Systemtheorie, ja. Die lehnt er an der Biologie ab, die man aber nicht mehr rückproduzieren kann, weil so wäre das dann biologisch völliger Unsinn. Aber wäre ja auch egal, wenn er diese drei Phasen, oder Phasen sind es ja nicht, aber wenn er diese drei Differenzen jetzt Alpha, Beta und Gamma genannt hätte, hätte sich ja keiner aufgeregt. Sagt er ja, okay, das ist Alpha, das ist Beta, das ist Gamma. Und es ist nur dieser kleine Taschenspielertrick, dass er sich Plausibilität aus der Biologie, aus der eingeführten Evolutionssemantik borgt, um das hier für seine Systeme stark zu machen. Und der Trick ist ja an der Sache, dass für die Soziologie seine Erkenntnistheorie immer nur die Kommunikation als Operation, als Realitätsanker hat. Also den Rest kann er sich einfach ausdenken. Das ist nur das, was er schreibt, also die Texte, die er produziert und die er uns vorlegt, ja, die sind real. Aber sämtliche anderen Unterscheidungen muss er nie an irgendwas in der Realität überprüfen. Das Weil Kommunikation empirisch beobachtbar ist. Gesellschaft zu erklären damit. Ne? Aber er muss das nicht nachweisen, er muss das nicht empirisch überprüfen, sondern er kann aber sagen, ja. Ja, ich sehe es so und ich mache das mit den drei Unterscheidungen. Und das Schöne ist ja, dass diese Unterscheidungen, die er da wählt, ja wirklich produktiv sind. Also die führen ja zu einer Gesellschaftstheorie, die dann geschlossen ist. Nur er versucht, die immer irgendwo zu verankern, sodass man sagt, naja, okay, wenn das da steht und in der Biologie ist Evolutionstheorie auch so, dann muss das ja so stimmen. Und das ist das ein bisschen unehrliche an der Sache. Ja, das ist meine Theorie, das habe ich jetzt ausgedacht, so. Ja, das ist ein Kurzschluss, wenn man das so rummacht, tatsächlich, ja. Diese Unterscheidungen definieren zugleich unterschiedliche Ansatzpunkte für Evolution, setzen daher bei ausreichender Systemkomplexität Evolution in Gang. Ja, das ist ja genau das, was du meinst, André. Man suspendiert eigentlich alle Realitätsanker bis auf diesen letzten, dass man irgendwie merkt, da läuft jetzt was heiß und dann läuft irgendwas los. Und dann kommt das aus der Startbox rausgeschossen praktisch. Und dann also sobald Kommunikation erscheint oder Differenzmöglichkeiten offeriert werden für einen Gesellschaftsraum oder für eine hinreichend differenzierte Systematik, dann plötzlich wird das in immer höherer Geschwindigkeit wahrscheinlich ablaufen, dass man Erwartungen der Wiederverwendbarkeit von Sinnfestlegungen findet und Sinn zueinander findet, also mit Hashtags oder mit bestimmten Trendwellen oder Leitartikel, Buzzwords und so. Also da sieht man das auf der Welt. Naja, mit der Kommunikation ist er ja wieder jetzt dann Soziologe, also Empiriker. Weil Kommunikation nein, eben nicht. Das, ja doch, Kommunikation kann ich beobachten. Was sich jemand interessiert denkt, sich nicht für, nein, aber er interessiert sich nicht für die Wirkung der Kommunikation. Nein, ich rede auch nicht von der Wirkung der Kommunikation, aber Kommunikation kann ich beobachten. Nee, genauso wie er sagt, Operation. Sondern man kann sie nur erzeugen. Man ist immer schon dabei, eigentlich eine nächste Kommunikation anzustoßen, bevor man die erste überhaupt verdaut hat oder internalisiert hat oder irgendwie in den Sozialkörper aufgenommen hat. Das hängt das alles nur drin.
Er führt hier, und ich will das gar nicht alles vorlesen, aber er führt hier so Figuren ein, über die man erstmal nachdenken muss. Also, dass die Variation auf die ihr bevorstehende Selektion vorausblicken kann. Ist ja völliger Unfug. Ich meine, das ist schon Ja, wenn man muss sich quasi animistisch vorstellen, muss sich ein Nein, das ist kleines kein Lebewesen vorstellen. Unsinn. Natürlich ist es Unsinn. Ja, Peter, ich Nein, einfach nicht. er bringt doch gleich noch Beispiele. Ich kann doch einfach eine alternative Erklärung anbieten, jetzt hier auch, ja, und schaue und damit vorausblicken, ob die selektiert Ja, wird aber das oder tut nicht. nicht Das ist ganz die abhängig. Variation macht das nicht selber. Das ist nur ein Ausdruck. Das ist nicht der Mechanismus selber, wenn man das so schreibt. Das Wort Ja, dein verwendet Beispiel, ja also, noch mal, wie man es dein versteht. Beispiel ist ja, jemand schreibt einen neuen wissenschaftlichen Text. So, der wird jetzt erstmal publiziert und ja, Herrgott, damit ist die Variation mal im Wissenssystem da. Dieser Text ist da. Aber in vielen Fällen schreibt er, kommt es gar nicht zur Selektion, sondern das wird schlicht vergessen, weil so viel Ja. geschrieben wird, geht einfach wieder unter und wird vielleicht in 100 Jahren entdeckt oder auch nicht. Zur Selektion kommt es ja erst, wenn sich da andere anschließen daran und sagen, darauf baue ich jetzt auf, das zitiere ich, das mache ich weiter, dann wird es strukturrelevant. Aber dieser Text kann das nicht vorausschauen. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn zu sagen, ich habe jetzt einen Text publiziert und der Text weiß schon, wie er selegiert wird vom Wissenssystem. Also ist doch völliger Nee, Unfug. aber ich kann schon, wenn der Luhmann eben einen neuen Text schreibt, dann sind es andere, ich sag mal, Chancen bei der Selektion überhaupt Richtig, erstmal. aber das hat ja nichts mit Variation, Selektion und Restabilisierung zu tun, sondern mit seinem Renommee, was er hat. Er konnte in seinem Elfenbeinturm Ende der 90er Jahren Exakt, allen ganz schreiben, was er genau. wollte. Die Leute haben es ihm aus den Händen gerissen und es ist zitiert worden, weil er damals schon als Star der Wissenschaft, der Soziologie Ja. etabliert war. Ja, Also, aber es es ist ist. eine Variation, ein neuer Text. Nee, aber das. Aber das. Er ist sogar selegiert wird, aber die hohe Selektionswahrscheinlichkeit, die liegt eben nicht in diesem Text begründet, sondern die liegt in der Reputation begründet und in den Ja, und unter nicht in anderem. dem, in dem man das genau gelesen hat, sonst würde Dirk Becker ja ganz anders schreiben. Sonst wird er ja viel variantenreicher, viel, viel tiefer auf die tatsächliche Textebene abzielen. Ja, es kann auch als mutiertes System noch arbeiten und über Auslösung interner Prozesse der Anpassung an, sei es das vorkommende Ereignis, sei es die geänderte, die eigene Autopoiesis fortsetzen, eventuell mit höherer Varietät oder auch mit höherer Redundanz. Und man hat sich eben für die Redundanz entschieden, weil das weniger Arbeit macht. Das ist, kognitiv ist es entspannender, wenn man das einfach so durchlaufen lässt. Das sagst du ja auch häufig, Peter, mir läuft das so rein. Das ist ja deine Formulierung dafür. Also das ist nicht gut. Das ist keine Auszeichnung. Oder wenn du sagst, es Nein, ist, nein, nein. der André ist heute wieder so streng. Ja, weil er vielleicht Wissenschaftler ist. Also Entschuldigung, wir sind ja nicht in der Spielstunde, wo man einfach dann sagen kann, ja, auch wenn irgendwas mutiert ist, wenn Dirk Becker da nicht so genau liest und da irgendwelche Kalküle sieht, die kein anderer sieht, dann hat das schon irgendwie auch seine Richtigkeit. So in seinem mutierten System ist das alles statthaft oder so. Das geht ja nicht. So, das ist. Man Ja, kennt die aber darüber Autopoiesis möchte ich heiligt nicht jetzt die Mittel. nicht, also Lesen wir lass mal uns am weiter. Jetzt Text geht bleiben. Ja. da los mit Variationen, Konstantin. Sprechen wir zunächst von Variation. Die Frage, wie Evolution in Gang kommt, muss nicht von Anfängen, sondern von Differenzen her, nicht von Ursachen her, sondern aus der Evolution selbst beantwortet werden. Selbst heraus beantwortet wird. Dafür ist entscheidend, wie man Variation interpretiert. Dies war denn auch in den Frühphasen der evolutionstheoretischen Epistemologie in den letzten Dekaden des 19. Jahrhunderts die entscheidende, alles andere in den Schatten stellende Frage. Zuvor hatte man gut 100 Jahre lang den entscheidenden Anschluss in den großen Entdeckern und Erfindern gesehen und gefeiert. Die Da Vinci-Welt. In dieser semantischen Form der Personenzurechnung hat die neuzeitliche Wissenschaft ihre eigene Ausdifferenzierung betreuen und begleiten können. Dass es auf Individuen ankommt, hieß eben, dass weder Stand noch Religion, weder Herkunft noch Nation den Ausschlag geben. Die traditionellen sozialen Determinanten wurden abgeräumt, ohne dass man die Vorstellung eines gesellschaftlichen Geschehens hätte aufgeben müssen. Denn die Gesellschaft wurde als Gruppe, als auch Individuen bestehend, als aus Individuen bestehend gedacht. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts beginnt man, sich von dieser Semantik zu lösen, und man benötigt dafür eine ebenso kräftige Gegensemantik, die des Zufalls. Folgt man dem klassischen Aufriss der Evolutionstheorie, dann ließe sich vermuten, dass der Variationsmechanismus im Inneren des Systems zu lokalisieren sei, so wie eine Mutation in der lebenden Zelle oder der geniale Einfall eines Menschen in der Gesellschaft. Dass dagegen Selektion als Natural Selection von außen auf das System einwirke, den Mechanismus der Bevorzugung des besser angepassten benutzen.
Die Differenz von Variation und Selektion wäre demnach durch die systemtheoretische Differenz von innen und außen durch die Grenzen der Systeme gesichert. Und um die Evolution in Gang zu bringen, bedürfte es nur noch des Blubberns interner Zufälle. In der Ursuppe der Sozialität offensichtlich dann. Diese Vorstellung ist jedoch durch systemtheoretische Entwicklungen überholt, jedenfalls für den Bereich der soziokulturellen Evolution. Ein Vermittlungsversuch, der an die klassische Figur des Marginal Man anschließt und zur Innovation zu allem, vor allem Randfiguren des Wissenschaftsbetriebs zuschreibt, scheint sich empirisch nicht zu bewähren. Für unsere Zwecke und im Kontext von Systemtheorie ist die Zurechnung auf Personen eine pure Nachahmung von Erfordernissen des Alltagslebens ohnehin ein zu grobes Unterscheidungsmittel. Auch wenn man davon ausgeht, dass das Individuum die Quelle der Impulse zur Variation ist, kann man die dazu nötige körperlich-mentale Existenz nicht als eine gesellschaftsinterne Gegebenheit ansehen. Man kann zwar gute Gründe dafür anführen, dass Variation in der Wissenschaft auf gezielte Intentionen der Forscher zurückzuführen sei, aber das heißt eben nichts anderes, als sie auf Zufälle zurückzuführen. Die Gesellschaft besteht nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikationen. Eine bewusstseinsmäßige Gedankenführung, Wahrnehmung und Imagination ist für sie Umwelt und daher zunächst irrelevant, es sei denn, dass sie Anlass gibt zu einer verständlichen Kommunikation, was auch immer das heißen mag dann. Zugleich wird dem Konzept des selbstreferenziell geschlossenen Systems jedoch die Vorstellung mit dem Konzept oder die Vorstellung abgelehnt, dass es überhaupt externe Faktoren geben könne, die die Strukturen eines solchen Systems spezifizieren. Wie kann nach diesen Theorierevisionen der Mechanismus evolutionärer Variation des Wissens begriffen werden? Das lese ich noch mit. Im Prinzip wird man die klassische Disposition zunächst umkehren müssen. Gerade die Variation ist auf Außenanstöße angewiesen, während die Selektion des geeigneten Theoriematerials durch interne Prozesse erfolgt. Der Zufall der Variation besteht nicht in ihrer prinzipiell unerklärlichen Spontaneität, sondern darin, dass das evoluierende System, hier Gesellschaft bzw. Wissenschaft, mit Systemen in seiner Umwelt nicht oder nur sehr beschränkt koordiniert ist. Theoretisch kann man hierbei die Unterscheidung von der Umwelt eines Systems von den Systemen in der Umwelt eines Systems zu weiterer Erklärung verhelfen. Jedes System ist mit Notwendigkeit einer Umwelt ausgesetzt und ist insofern, wie nochmals zu unterstreichen ist, seiner Umwelt immer schon angepasst oder es existiert nicht. Aber die Systeme in der Umwelt des Systems sind ihrerseits eigendynamische Einheiten und ob Ereignisse, die diese Systeme produzieren, einem anderen System konvenieren, ist Zufall, es sei denn, dass ein umfassendes System für ein gewisses Maß an Integration sorgt. Die These der Notwendigkeit des angepassten Seins an das, was korrelativ zur Einheit des Systems die Umwelt ist, widerspricht also nicht der anderen These, dass Intersystembeziehungen Zufallscharakter haben. Zugleich lässt die Unterscheidung von von Umwelt und Systemen in der Umwelt deutlich werden, dass und weshalb die Erhaltung der Anpassung ein Problem ist. So, ein Modellierungsproblem nämlich. Okay, ich mache jetzt mal Stopp. Ja. Ich wollte noch was zuschreiben. Ist immer schwierig, wenn man selber liest dann und noch was, eigentlich noch was nachtragen möchte, dann habe ich manchmal so komische Pausen. Also das ist, sonst vergesse ich das jedes Mal. Ja. Alles nachvollziehbar, finde ich, was er hier so schreibt, ne? Das Blubbern der internen Zufälle. Das naja, das war für mich jetzt auch dann, als ich es gelesen habe, wo ich dachte, okay, aber das ist dann, ja, also sich mit dem Zufall wieder eigentlich auf anderes bezieht. Aber jetzt zieht er es durch und bestimmt ihn eben auf seine Art wieder. Aber das andere, alles, naja, was du gerade gelesen hast, kann aber, ich aber nur beitragen. Ich finde auch, jetzt ist er erst bei Variation und er arbeitet sich an der Vorstellung ab, dass Variation zufällig sein könnte. Und das versucht er zu dekonstruieren, indem er dann auch Blubbern interner Zufälle spricht. Aber ja, natürlich ist das so. Also jedenfalls in der Biologie ist das so. Das ist das Blubbern interner Zufälle. Überhaupt gar keine andere ja, ist überhaupt gar keine Frage mehr in der Wissenschaft, dass das dem so wäre. Ja. Und das wäre wiederum ein Grund, wenn er das wüsste und erkennte, ihm zu sagen, ja, okay, wir können Evolution oder diesen eingeführten Begriff der Evolution so nicht verwenden. Wir machen hier unsere Entscheidung, indem der Variation eben nicht Zufall ist, sondern irgendwas anderes. Ja, Koinzidenz vielleicht oder Chance,
oder eben Wahrscheinlichkeit. Also ist interessant, dass er sich auf diesen Zufallsbegriff so einschießt, weil er offensichtlich dankbar ist, um so die herkömmlichen Mythen so ein bisschen abzuarbeiten, die sich darum dann gebildet haben. Also das habe ich ja gesagt, Zufall ist ja, stammt irgendwas aus dem Mitte des 15. Jahrhunderts und kommt aus den mystischen Kreisen, wird dann, also das Zufallende hat ja noch eine mechanische Komponente mit drin. Es ist ja nicht einfach nur Ja, das aber an pure der Stelle, Randomisierung jetzt. wenn er das jetzt den Zufall und Wissenschaft untersuchen müsste, dann wäre es doch einfach gut, wenn er da wissenschaftshistorische Quellen bringt. Also warum bringt er da nicht Paul Feyerabend? Der hat untersucht über eine ganz lange Zeit, ob die Wissenschaft mit einer speziellen Methode arbeitet und wie sie zu neuen Erkenntnissen kommt. Also der hat das empirisch untersucht in ziemlich vielen Wissenschaften und ist eben darauf gekommen, dass es eben keine einheitliche Methode gibt. Ja, es gibt Methoden, aber immer wieder andere und viele, viele Erkenntnisse sind eben durchaus durch Verkettung blödsinniger Zufälle initiiert worden und entstanden. Und an der Stelle sich so abzuarbeiten aus dem Elfenbeinturm an Zufall, ohne zu gucken, ja, wie ist es denn wirklich in den letzten 500 Jahren gewesen, wenn mal neues Wissen in die Welt kam. Also das finde ich an der Stelle so ein bisschen schwach, weil diese Dinge sind auch gut dokumentiert. Ja, vor allem könnte er sich selber ja auch als Fallbeispiel nehmen. Also er schreibt ja hier, ein Vermittlungsversuch, der an die klassische Figur des Marginal Man anschließt und Innovation vor allem Randfiguren des Wissenschaftsbetriebs zuschreibt, scheint sich empirisch nicht zu bewähren. Außer bei ihm, der als 40-jähriger Ministerialbeamter plötzlich von Helmut Schelsky auf einem Vortrag irgendwie gehört wird und der Schelsky sowas von beeindruckt ist und überwältigt davon, was da vorgetragen wurde mit Funktion und Kausalität, dass er gesagt hat, nee, den möchte ich mir mal näher ranholen. Als Randfigur stelle ich ihn jetzt mal ins Zentrum einer neu gegründeten Universität. Also, Ja, das vor finde ich allen Dingen komisch. auch dieses Weggehen von den Individuen, ne? Also das ist, wenn man sich ein bisschen mit Wissenschaftshistorie auskennt und jetzt Einstein oder Kurt Gödel nimmt oder von Neumann, also wirklich solche Lichtgestalten, fällt es einem schon, oder vielleicht Luhmann auch, ne? Dann fällt es einem schwer, das so zu sehen, okay, wenn es der Luhmann nicht gemacht hätte, dann hätte es ein anderer gemacht. Ich habe Ne? das ja schon mal gesagt. Es ist ja sogar so, Oh. dass die Einheiten, die diese Leute entdeckt haben, die werden benannt nach den Nachnamen. Ja, also Newtonmeter oder so. Oder irgendwelche Konstanten oder irgendwelche Ohm oder so. Also das hat ja alles, das ist ja unglaublich viszeral dann in dem Bestandteil der Wissensökonomie drinne. Sogar namentlich. So. Und die ganzen Gebäude werden danach benannt und die Städte und alles Mögliche. Also das wäre naiv, das einfach so wegzuwischen erstmal. Naja, Aber das ist ein der Riesenschritt. Grund, warum er das wegwischen muss, ist ja, wie seine Gesellschaftstheorie angelegt sind, dass diese konkreten Menschen eben nur in der Umwelt der Gesellschaft stattfinden. Also er ist ja praktisch gezwungen, mit dann so komischen Figuren wie der strukturellen Kopplung irgendwie das wieder so in Einklang zu bringen. Aber eigentlich will er ja sagen, dass diese Systeme das alles von sich heraus machen. Und diese Systeme sind eben nicht Individuen, sondern diese Systeme sind das Wissenssystem. Das Wissen blickt zurück auf das, was es schon weiß und ahnt voraus, was es noch nicht wissen kann, weil es noch nicht weiß. Und dann kommt man zu solchen Figuren wie Ranulph Glanville. Was muss eine Brücke über sich selbst wissen, damit sie Das ist hält? ja in der Das Lieblingsseite, ist das Ende von diesem Lied. ja, genau, also diese sehr beschränkte Koordinierung, das schreibt er hier auch, ne? Also das ist ja eine Umschreibung dieser strukturellen Kopplung ist. Sondern darin, dass das evoluierende System mit Systemen in seiner Umwelt nicht oder nur sehr beschränkt koordiniert ist. Und das, also vor allem an der Universitätsbibliothek kann man das gut sehen. Ja, es gibt Studenten, die lesen irgendwie die Regalreihen systematisch ab und suchen sich die wichtigsten Sachen aus und manche lesen einfach nur das, was ihnen der Professor vorlegt. Und das ist diese Koordinationsfunktion, dass man eben sagen kann, ich möchte mir meinen eigenen Lektürepfad durch diese ganzen zehntausenden Bücher schlagen, um möglichst viele Zufälle zu begünstigen. Ja, dass ich die erzwinge, ich erzwinge Randomisierung. Oder dass man eben sagt, nein, ich mache das, was mir karrieristisch am besten in den Kram passt, damit ich lange Zeit eben noch jahrzehntelang weiterhin mein Schema irgendwie folgen kann, dass ich immer nur das mache, was gerade der Vordermann schon angedeutet hat. Ich lese hier, dass hier jetzt über Evolution halt, wie ich eben schon sagte, ne, dass er eben seine Systemtheorie zusammenhält und was daran kritisiert wird. Also er besteht hier wieder darauf, dass eben
eine Umwelt nicht in ein System direkt reinmachen kann. Das System ist geschlossen, operativ geschlossen. Das muss er hier durchziehen und durchhalten und jetzt eben deklinieren, transponieren, wie wollen wir sagen, eben auch so, wie er Evolution hier jetzt uns vorstellt. Da hast du schon recht, aber spannender wäre doch, wenn man eine Theoriefigur hat oder eine Theorie aufstellt und dann auf Beispiele kommt, wo es nicht passt, zu sagen, okay, vielleicht war auch meine Theorie Quatsch. Oder diese Frage stellt er sich an diesen Stellen immer nicht, sondern er zimmert dann irgendwelche Sätze zusammen und er weiß ja selber, dass aufgrund seiner Reputation er damit durchkommt und so hält er diese Theorie eben wirklich abgedichtet. Aber die Systemtheorie ist ja jetzt nicht so fraglos. Ne? Schauen wir an den Hartmut oder auch an andere. Es ist nicht, für ihn ist ja sozusagen ist gar nicht anders denkbar. Diese Freiheit, wie du gerade gesagt hast, das wäre charmant, eben dann auch an manchen Prüfsteinen dann zu sagen, hoppla, liege ich überhaupt richtig, dass er darauf. Ja, das passiert nicht. Nein. Das würde man aber von einem auf Lebenszeit angestellten Professor erwarten, ehrlich gesagt. Also er muss sich ja nicht sorgen, dass er morgen auf der Straße sitzt. Er könnte ja sagen, also an der Stelle passt meine Systemtheorie nicht und ruft auf zu weiterer Forschung. Schaut mal, Leute, ob wir das irgendwie die Lücke abgedichtet kriegen. Stattdessen klebt er selber Sachen ran und selbst so Laien, die das dann später mal lesen, sagen sich, ja, an der Stelle hat das aber auch ordentlich überdehnt. Und jetzt liebt man ihn entweder oder nicht, dass man es ihm durchgehen lässt oder nicht. Ja, was man eben selber damit evolutionär anfangen kann, wie man das weiterdenken kann, produktiv, ohne sich selbst wieder zu widersprechen. Das ist ja bei Peter sehr interessant zu beobachten. Ne? Also ich will verstehen. Bleib beim Text, ich bin hier nicht so wichtig. Na, aber dafür, wie gesagt, du weißt eben schon, wie du dich zu einzuordnen hast da in diesem Gewühl. Und dass man eben die Umwelt immer mit koordiniert. Also das ist ja eben diese, also das kommt mir jetzt, wenn er das jetzt hier schreibt, also dieses System produzieren, einem anderen System konvenieren, ist Zufall, dass das irgendwie dafür, ne, wie ist das, aber die Systeme in der Umwelt des Systems sind ihrerseits eigendynamische Einheiten, genau. Und ob Ereignisse dieses System produzieren, dann irgendwo auf ein anderes System stoßen, das kann sein, aber dass diese System in der Umwelt immer noch eine Sonderqualität ist, die das System der Umwelt erst so aufdrückt oder irgendwie. Naja, die Besonderheit ist ja, dass er Systeme eben so bestimmt, dass sie immer eben aus der Einheit der Differenz von System und Umwelt sind. Und jetzt passieren hier die ganzen Wechselwirkungen und jetzt wird sozusagen, jetzt könnte es kompliziert werden. Das muss er ja irgendwie. Aber das würde ja zum Beispiel heißen, dass Menschen ihre eigene Atemluft mitproduzieren würden. Oder dass sie, weil ne, das ist ja auch automatisch irgendwie. Nee, das kommt ja dann aber das ist genau, das ist eigentlich ganz genau der Punkt. Und es ist ja nicht so, dass er sagt, ja, es gibt auch autopoetische Systeme. Aber nee, er sagt, es gibt eigentlich nur Systeme. Was anderes gibt es eigentlich überhaupt gar nicht. Es gibt keine Steine, es gibt keine Kristalle, es gibt eigentlich nur Systeme. Ja, und dann habe ich letztens einen kurzen Ausflug in Gesellschaft der Gesellschaft gelesen, dass er sagt, die Erklärungslast für den Umstand, dass alle Lebewesen auf der Erde sich so bewegen, dass es mit der Gravitationskraft und der Schwerkraft kompatibel ist, die Erklärungslast trägt die strukturelle Kopplung. Und wir haben uns hier mit dem Hartmut gestritten, dass strukturelle Kopplung ist ein sauber definierter Begriff, der geht nur von einem System zu einem anderen System. Und jetzt ist auf einmal die Schwerkraft strukturell an alle Lebewesen gekoppelt. Ich meine, geht's noch? Das ist Lamarckismus. Ja, man schreibt das ein in die DNA praktisch schon. Also der Organismus weiß, was Schwerkraft ist und deshalb ist der genetische Code so gewickelt, dass das schon... Genau. Und so kann sich ja jeder an uns zurückerinnern, wie er Fahrradfahren gelernt hat. Ne? Er wollte unbedingt, dass er es kann und der Vater stand daneben und sollte stolz sein. Aber man wusste schon, weil die Schwerkraft kulturell eingeführt ist, weil sie praktisch sozial errechnet wurde, wann man an der Stelle hinfällt. Und man hat das natürlich gemacht, weil die Erwachsenen alles so gelehrt haben. Ne? Also ich meine, das ist doch wirklich völliger Unfug. Und an der Stelle kann man so eine Sätze nicht schreiben, dass die Gravitation mit den Lebewesen strukturell gekoppelt ist, wenn man seine eigene Definition von struktureller Kopplung noch halbwegs ernst nehmen will.
Aber das war nur ein kleiner Ausdruck. Ja, Ironie ist ja das Schmiermittel, hat er ja gesagt, in Kunst der Gesellschaft. Vielleicht ist das ja so wie so eine Deleuze oder eine Latour-Figur einfach als Gedankenspiel zu akzeptieren, aber dann passt das nicht zu der manischen Strenge, in der er diese ganzen Texte da, diese Tausende von Seiten produziert hat. Also dann doch lieber die Hälfte der Texte und aber dann diese ganzen abstrusen Sachen rauslassen, aber das war offensichtlich nicht möglich. So. Ja. Ich lese mal weiter, einverstanden. Ja, ja. Wie Untersuchungen über die Bedeutung des Zufalls Begriffs bei der statistischen Beweisführung zeigen, ist Zufall immer eine Fiktion. Eine Realität zwar, aber nur eine real funktionierende Unterstellung. Der Begriff bezeichnet also nicht etwas, was in der Natur vorkommt, sondern ist nur im Kontext einer Systemreferenz benutzbar. Jemand, der Zufall beobachten oder herstellen will, muss wissen, für welches System. Deshalb kann dieser Beobachter zweiter Ordnung durchaus Aussagen über Kausalität und über Strukturdeterminiertheit von Systemen mit Aussagen über Zufall kombinieren. Etwas, was für ein bestimmtes strukturdeterminiertes System zufällig auftritt, kann durchaus kausal verursacht sein. Und das gilt nicht nur für die wissenschaftliche Methodologie, für die das Bezugssystem ein bestimmtes Untersuchungsvorhaben mit Signifikanztests etc. ist, sondern ebenso für die Evolutionstheorie. Der Begriff Zufall bezeichnet deshalb nicht Indeterminiertheit, sondern Interdependenzunterbrechung. Vom System her gesehen ist Zufall dann die Fähigkeit, Ereignisse zu benutzen, die im System weder vorhergesehen noch produziert werden können. Dieser Zufallsbegriff harmoniert mit dem Begriff eines strukturdeterminierten Systems. Ein solches System kann seine eigenen Operationen nur durch die eigenen Strukturen spezifizieren und die eigenen Strukturen nur durch die eigenen Operationen. Aber es ist zugleich fähig, auf Anreize, Irritationen, Perturbationen, die es seiner Umwelt zurechnet, zu reagieren, sofern eine solche Reaktion kompatibel ist mit der Fortsetzung der eigenen Autopoiesis. Ebenso spezifiziert das System und nicht etwa die Umwelt als solche das, was als irritierendes, Strukturänderungen auslösendes Ereignis in Betracht kommen kann. Das heißt nicht zuletzt, dass der Begriff des Zufalls ein Differenzbegriff ist, der etwas bezeichnet, das ohne das wohlgeordnete System gar nicht möglich wäre. Oder mit einem Wort von Pasteur, der Zufall begünstigt nur den vorbereiteten Geist. Will man diese allgemeine Überlegung genauer auf unser Problem zuschneiden, muss man zunächst präziser bestimmen, inwiefern das Bewusstsein an Wissenschaft mitarbeitet. Schon diese Fragestellung mag seltsam klingen für eine Tradition, die das Wissen dem Bewusstsein als seinem Subjekt zurechnet. Für eine Theorie autopoetischer Systeme sieht der Sachverhalt anders aus. In Kapitel 1 sind die aus dieser Theorie sich ergebenden Konsequenzen skizziert worden. Wir bringen sie noch einmal kurz in Erinnerung. Selbstverständlich hat jede Kommunikation korrespondierende Bewusstseinsprozesse zur Voraussetzung, so wie das Bewusstsein seinerseits Leben voraussetzt und weitaus mehr Leben seines eigenen Organismus, als es je wissen kann, und so wie das Leben seinerseits eine molekulare Ordnung der Materie voraussetzt. Sinnhafte Kommunikation entsteht als emergente autopoetische Ordnung, nur unter vorgegebenen Bedingungen. In diesem Sinne sind psychische Systeme an allen wissenschaftlichen Operationen beteiligt. Das heißt aber nicht, dass Bewusstseinssysteme spezifizieren könnten, wie und in welcher Richtung ein Kommunikationssystem seine eigenen Strukturen ändert und durch eigene Operationen sich von einem Zustand in einen anderen bringt. Im Gegenteil, ein an Kommunikation beteiligtes Bewusstsein lässt sich selbst durch das Verstandene und daraufhin Sagbare, durch das Gelesene und das daraufhin Denkbare faszinieren. Es ist zumindest im Moment der aktuellen Beteiligung an Kommunikation durch das kommunikative Geschehen und dessen Reproduktion eingenommen und findet sich selbst durch rasch wechselnde aktive und passive Inanspruchnahme dirigiert, sofern nur die eigene Autopoiesis, der Fortgang von Gedanke zu Gedanke, dabei aufrechterhalten werden kann. Es wäre daher kaum angemessen zu sagen, dass das Bewusstsein aus sich selbst heraus bestimmt, was es in Kommunikation eingibt. Die Kommunikation spezifiziert sich selbst in der Beschränkung durch das, was jeweils bewusstseinsmöglich ist. Möglich ist eben. Deshalb geht es in den Realitäten vorbei, wenn man das Bewusstsein, wessen Bewusstsein, zum Subjekt der Kommunikation und des Wissens erklärt.
Bewusstsein ist im Übrigen diejenige Umweltdimension, die unentbehrlich ist, um der Kommunikation Anregungen zu vermitteln. Bewusstsein und Kommunikation sind zwar, wie schon oft gesagt, gänzlich getrennte autopoetische Systeme ohne jede Überschneidung in ihren Operationen. Sie sind zugleich aber strukturell komplementäre Systeme, indem sie die Fähigkeit besitzen, gegenseitig strukturelle Veränderungen auszulösen, was in den Realverhältnissen der Welt, wie sie wissenschaftlich beschrieben werden, keineswegs die Regel, sondern eine Ausnahme darstellt. Aller Umweltkontakte, Kommunikation muss daher über Bewusstsein laufen, also über einen schmalen Realitätsausschnitt, so wie das Bewusstsein seinerseits nur über sehr scharf reduzierte Frequenzen des Sehens und Hörens mit der Umwelt verknüpft ist, obwohl die Kommunikation alle Realitätsebenen involviert, von physischen bis zu mentalen Voraussetzungen ihres Funktionierens, ist sie nur sehr begrenzt und dadurch sehr komplex, umweltsensibel. Sie reagiert nicht direkt auf physikalische, chemische oder biologische Tatsachen, sondern setzt die Vorbearbeitung solcher Tatsachen, ja die Konstitution solcher Tatsachen als sinnhafte Einheiten im Bewusstsein voraus. Kommunikation ist, anders gesagt, darauf angewiesen, dass das Bewusstsein Wahrnehmungen detrivialisiert. Erst die heutige wissenschaftliche Weltkonzeption lässt deutlich erkennen, wie scharf diese Limitation wirkt. Fast nichts, was real passiert, findet Eingang in die Kommunikation und eben deshalb ist die Kommunikation in der Lage, mit Eigenmitteln sehr hohe Komplexität aufzubauen, die Bedingungen erweitert, nach denen sie umweltempfindlich reagiert. Wenn dies einmal akzeptiert ist, kann man erkennen, dass das Bewusstsein noch mehr? Ja, das ist doch alles Wiederholung. Das ist trotzdem... Ja, bleiben wir mal stehen. Also an der Stelle hat sich schon eine ganze Menge aufgesammelt, fand ich. Ja. Gut. Also ich fand das alles so eine Wiederholung. Ja, aber Peter, du musst das, also an deinen Kommentaren habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt unnützlich gewesen wäre. Wir sind ja wieder beim Zufall, ne? Also er arbeitet sich wieder am Zufall ab. Und er schreibt gleich am Anfang, ist Zufall immer eine Fiktion? Eine Realität zwar, aber nur eine real funktionierende Unterstellung. Der Begriff bezeichnet also nicht etwas, was in der Natur vorkommt. Das, liebe Kinder zu Hause, ist einfach Unsinn. Wenn er davon ausgeht, dass die Letztrealität das ist, was die Quantentheorie sagt, dann muss man nur mal nach Wien zum Herrn Anton Zeilinger fahren und er wird ihm erklären, warum es sowas gibt in der Welt wie objektiven Zufall. Und dass es eben nicht so ist, dass man nur irgendwas nicht weiß, was die Ursache von etwas ist, sondern Quantenprozesse sind eben objektiv zufällig. Und es wird niemals möglich sein, diesen Zufall aufzulösen. Also insofern sind solche Einlassungen zu einer Zeit geschrieben, wo das schon quantenphysikalische Letztrealität, die er selber anerkennt, Stand des Wissens war. Ist einfach ein bisschen albern. Man kann sich doch nicht über irgendwas, womit man sich nun überhaupt nicht auskennt, so ausbreiten. Zum ganzen Thema Zufall gibt es eben, wie gesagt, Quantentheorie-Aspekte oder es gibt die ganze Mathematik der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das ist doch nicht so, dass man einfach mit der Semantik Zufall so spielen will, wie man es gerade in seinem Hausverstand hat. Ja, das ist ja die kybernetische Freiheit, die er sich nimmt. Also die Kybernetik meint ja, also das hat er ja auch gesagt, es gibt im autopoetischen System gibt es keine Quantenphysik, sagt er ja, was auch Quatsch ist. Also natürlich auf submolekularer Ebene. Also das durchdringt ja alles. Es macht ja nicht Halt vor Lebewesen und dann nur, es ist nur für Physik. So, merke gerade an eurer Kritik immer daran, die ja alles stimmt. Ja, ist ja nichts gegen zu sagen. Ich lese das halt hier, ne, und er hat den Begriff Zufall ja gerade vor ein paar Seiten eingeführt und dort grenzt er das ab oder setzt sich ab oder macht einen Unterschied auf eben zu der Verwendung von Zufall als der Zuschreibung dessen, was den Zweck erfüllt, Evolution anzustoßen, also Variation. Und wenn ich das hier lese, lese ich das nicht als Bestimmung von einem Zufall, wie du es gerade eben gesagt hast jetzt. Ja, aber das muss man doch mit einrechnen können, wenn Vorwurf man ist, ein mathematisch ist begabtes machen. Biosystem ist. Das eben nicht nur einfach nur Biologie stumpf macht und keine hast anderen Disziplinen recht. Kennt. Das ist ja der kybernetische Rostäuscher-Trick. Und die Limitationalität von Systemtheorie, das hat auch jemand, glaube ich, mal geschrieben im Kommentar, dass wir das relativ gut aufarbeiten, wo da in dieser Analogietiefe extreme Löcher zu finden sind. Das wo das sehr, sehr oberflächlich ist. Grüße in die Schweiz zum Christian, ja, genau. Ja, also es ist tiefgründig oberflächlich auf dieser Systemebene, aber dadurch teilweise
vorwissenschaftlich. Ja, und das interessiert der Pasteur. Dass das in dem der Peter das so beschreibt, wie er das selbst empfindet, dass er sagt, ja, okay, das nehme ich einfach so hin, das liest sich so runter, das macht für mich Sinn. Da ist genau, kommt da so ein bisschen dieses, ja, wenn man das so feiern will, wenn man das so verstehen möchte, dann machen die Sätze nacheinander schon irgendwie Sinn. Man kann dem schon folgen. Ne? Aber wenn man sie nicht hinterfragen will. Und das hat was ziemlich Sektenhaftes, wenn man sagt, nee, das ist jetzt meine Weltanschauung und da will ich, dass sie stimmt und ich erfreue mich jetzt an diesen Sätzen und die sind ja auch schön und regen zum Nachdenken an, aber ich denke nicht wirklich drüber nach oder ich stelle sie nicht wirklich auf die Probe, sondern... Das ist ein bisschen zu viel interpretiert und so. Nein, ich lese das erstmal, um diesen Text hier ganz zu fassen und wenn ich was über Zufall wissen will, lese ich was anderes. Ja, aber man muss ja schon verstehen, wie diese Definitionen mutieren durch Luhmanns Rhetorik. Ja? Also das, mir wird eher erfahrbar sozusagen, was, das, dafür bin ich ja auch, also dafür finde ich das ja toll, dass ihr, also dass du zusammenlest, eben auch mich da, ja, ich nehme das ja auch gerne an als Kritik, aber so platt. Aber der fundamental ändert das nichts an meinem Denken. Ich will ja trotzdem noch derselbe bleiben, der ich gestern war oder so. Das ist ja... Weiß ich nicht. Also nee. Ich finde das ein bisschen schade, Ach dass Gott, man so viel Potenzial wegschmeißt. Nein. Aber gut, das mit dem Zufall haben wir ja auch verhandelt an der Stelle. Das ist ja jetzt kritisiert worden. Und dann kommt er nochmal auf Kommunikation zu sprechen. Und das war die Stelle, wo der Peter dann so lange runtergerattert hat, weil das haben wir alle schon zigmal gelesen. Ne? Ja. Aber interessant ist schon, dass er solche Sätze einschmuggelt, wie auf der Seite 565. Es wäre daher kaum angemessen zu sagen, dass das Bewusstsein aus sich heraus bestimmt, was es in die Kommunikation eingibt. Also in meinem Falle hat mein Bewusstsein jetzt schon bestimmt, dass ich genau diesen Satz jetzt nochmal vorlese und in die Kommunikation eingebe. Also das ist an der Stelle, solche Sätze so... Also was er meint, ist natürlich, dass Kommunikation auch ein System ist und dass, wenn wir uns streiten, ein Wort das andere gibt und wir Sachen sagen, die wir morgen bereuen. Aber das ist doch was anderes abzulehnen, als dass es nicht auch möglich ist, dass das Bewusstsein sehr gut und lange überlegt bestimmt, was es in die Kommunikation eingibt. Also das ist doch überhaupt eine Tatsache des Lebens und das kennt doch jeder auch von sich, dass es manchmal Sachen gibt, wo man sagt, ja nee, das habe ich so gemeint und dafür lasse ich mich jetzt auch verhaften. Und genau, auf dem Hügel möchte ich sterben, genau. Ja, aber das ist das Lustige. Das Bewusstsein in die Kommunikation einbringen. Es gibt ja so unzweifelhaft. Ja, aber das macht er ja, das ist ja ein Deckbegriff. Fortgang von Gedanke zu Gedanke. Aber was wir produzieren, sind Wortzeichen. Wir produzieren Semantik, die immer schon versprachlicht ist. Und das, was denkmöglich ist, ist nicht unbedingt immer sprachmöglich. Und da gibt es eine Unterdeckung oder eine Überdeckung. Und dieses Feld versucht Luhmann praktisch zu minimieren durch diese autopoetische Theoriefigur. Dass er meint, dass es da irgendwo Entsprechungsverhältnisse gibt. Die davon absehen können, dass es alles sprachlich fundiert ist, was man kommunizieren kann. Vielleicht ist das wieder... Kommunikationsbegriff wird das abgewischt. So. Ja, vielleicht ist das wieder ein Teil, der aus einem älteren Abteilung Zettelkasten stammt irgendwie, weil gleich kommt auch nochmal Interpenetration die ganze Zeit. Aber im Prinzip wieder, wie du es schon gesagt hast, André, es geht also immer... Ne? Bewusstsein ein System, Kommunikation ein System und er da immer wieder... auch wenn es dann manchmal an dieser Stelle dann eben... Ja, er macht ja richtig so eine Kaskade hier von Verbalisierungsversuchen. Also durch das Verstandene und das daraufhin Sagbare, durch das Gelesene und das daraufhin Denkbare faszinieren. Er umspringt die Sprache als Trägermedium für diese ganzen Sinneswahrnehmungsmutationen oder was auch immer er das bezeichnen möchte. Also ja, wobei... er aber auf den späteren Seiten nochmal drauf kommt, dass eben Denken nicht immer sprachlich sein muss. Also ja, aber wenn es in die Kommunikation eingehen soll, wenn Bewusstseinszustände zu Kommunikationszuständen übersetzt werden sollen, um gesellschaftlich Relevanz zu sein. Oder er will damit, denke ich, ist damit jetzt, das ist jetzt mein Beispiel, dann eben auch Musik, Bilder, Optisches, alles mit umfasst haben. Das ist übrigens das mit der Sprache und mit dem Denken und nicht sprachlich, ist übrigens eine ganz interessante Diskussion, gerade in der KI, dass man nämlich, also es gibt diese eine Fraktion, die sagt,
dass diese ChatGPT und solche Sprachmodelle allein über die Texte sich Weltmodelle intern aufbauen. Also Modelle, wie die Realität funktioniert, wie Schwerkraft funktioniert und so weiter. Mhm. Und dann gibt es andere, wie den Jan LeCun, die sagen, ja nee, das geht eben nicht. Du kannst nicht nur über Sprache dir Weltmodelle aufbauen, weil das machst du ja als Kleinkind, wenn du die Welt kennenlernst, auch nicht. Also mit 8 Monaten lernt ein Kind zum Beispiel, dass es Schwerkraft gibt. Und es würde sich wundern, wenn irgendwas nicht runterfällt. Und das hat es eben überhaupt nicht sprachlich gelernt. Das denkt es auch überhaupt gar nicht sprachlich, weil es auch gar nicht sprechen kann. Und insofern ist es schon so, dass es sogar ein Großteil unseres Denkens und Schließens nicht sprachlich stattfindet. Und das ist ja auch dann die Überraschung, dass man sich irgendwas Kluges ausdenkt und dann sagt man es und dann hört man erstmal selber, wie bescheuert das klingt. Also das ist doch was wir täglich erleben, dass wir erst wissen, was wir wirklich meinten, als wir uns selber das haben sagen gehört. Ja, genau, das ist diese Halluzinationsstelle. Der Kommunikation ja. Auch so rekursiv, dass man immer wieder sagt, ja nee, ja, so habe ich es auch nicht gemeint und dann immer wieder nachbessert an der Stelle. Aber das ist schon ein deutliches Zeichen, dass eben dieses Denken, dieses Prozessieren von Fremdreferenz und Selbstreferenz, wie Luhmann es nennt, im Bewusstsein, eben auch in großen Teilen nicht sprachlich stattfindet. Und dass deshalb eben auch diese nur Sprache konsumierenden Systeme wie Sprachmodelle, ChatGPT, auch kein wirkliches Weltverständnis aufbauen können. Ja, wie gesagt, aber Erwachsenenbildung, also und unbewusst. Ja. Also noch dabei, also irgendwie. Ja. Oder vorbewusst und nachbewusst. Also wenn du gerade sagst, manchmal sagt man etwas, was man nicht meinte, oder man meint etwas, was man nicht sagt, dass diese Wechselspiele, das kann einem Sprachmodell nicht passieren, weil es diese Vielfältigkeit der Bedeutungsdevianzen nicht aus den Enzyklopädien und aus den Internetseiten herausfiltern kann. So, also in einem Forum zum Beispiel Ironie zu erkennen, fällt ja auch Trollen schwer oder Leuten, die einfacher bestückt sind. So, die verstehen nicht, dass das ein einvernehmlicher Austausch ist über so kleine Spitzen, die man sich so hin und her schickt. Oder Beleidigungen, die nicht böse gemeint sind oder so. Das kennt das ja alles gar nicht. Das ist ja alles RLHF dann, ne? Human Feedback. Das sind ja praktisch die Ironiedetektoren. Die springen dann immer an, wenn dann etwas doch anders gemeint ist. Ja, Hitler-Witze oder sowas. Das ist dann eben dein Vermögen, Sinn, ne, welchen Sinn du auf... Ja genau, die Sinnrichtungen zu bestimmen. Man kann dann die Vektoren auslesen, das ist ja dann... Ist wunderbar, kann man das vektortopologisch dann erklären. Aber das... naja, aber das... Das Interessante ist, dass es beim nächsten Mal mit dem schönen Satz weitergeht, wenn dies einmal akzeptiert ist, kann man das ja. Ja, aber was, wenn das nicht akzeptiert ist? Also das sind so Sätze, damit generiert er, und das weiß er schon ganz gut, wie er das macht, damit generiert er Plausibilität. Weil wenn man es gerade mal liest, sagt man, ja stimmt, wenn ich das akzeptiert habe und nicht... Das ist wie beim Vaterunser, immer wenn man fast vom Glauben abfällt. Ganz genau. Ja. Und das sind schon rhetorische Tricks, die er jetzt da anwendet, und Daniel Pascal Zorn würde ihm einen Sophisten heißen an der Stelle. Ja, aber das ist ja dann ein Spiegeltrick. Also das da hat er an sich selbst studiert, was das genau ist, und kann das ja deshalb so gut auf andere drauf packen. Jedenfalls mit diesem schönen Ausblick können wir uns ja auf die nächste Woche freuen, wo es dann weitergeht mit Evolution. Für dahin.